Gut. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Bildungselite? Ja, Justin hat uns versetzt, kurzfristig. Da muss ich sagen, Arsch. das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also Ich Justin, bin öffentlich angezählt hier. dafür, wir machen eine Vereinskasse und jedes Mal, wenn einer absagt, wird reingezahlt. Und das hat ja genug Kohle, also von daher kann er ruhig 500 € reinzahlen als Startgebühr. 500 Euro. Ja, das, Okay. Das ist eine Ansage. es kann ja was dazwischen kommen, aber Justin hat es halt irgendwie eine Stunde vor dem Podcast gesagt und da kann er dann auch keiner mehr einspringen. Ist halt ein Das ist nicht bisschen der erste Strike, muss man auch dazu sagen. auf jeden Fall. Na, also, ja. Egal, wir rocken das auch zu viert. Bin ich Oh. felsenfest von überzeugt. Ihr habt gesehen, wir haben hier zwei Leute, die jetzt gerade noch essen müssen, weil wir zwei Leute im Prep haben. Und eigentlich würde ich gerne wissen, wie es bei denen läuft, aber die essen gerade so schön, deswegen einfach mal Ingo ansprechen. Ingo, wie geht's dir? Oh, ganz gut, hey. Ich kann nicht klagen. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns irgendwie jeden zweiten Tag hier in irgendeiner Konferenz, deswegen gibt es nicht so viel Neues. Ja, was ist bei uns passiert? Bei mir ist es Ja, weil Michelle ist halt drunter und drüber ganz viel zu tun mit Olymp und so. Ganz viel am Plan, aber ansonsten bei mir, same old shit, nichts besonders Neues. So. Ja. Hat Keine Olymp was Ahnung. Großes vor demnächst, oder? Was sagst du? Hat Olymp was Großes vor demnächst? Ja, die ganzen Wettkämpfe und so mitbegleiten und so. Michelle ist auch viel involviert und wird auch mitfliegen und dies und das. Und ja, das wird auf jeden Du Fall alles auch? korrekt. Du auch? Nee, ich nicht. Es ist olympintern, ist nur Michelle mit dabei. Aber auch die FIBO am Plan und das und das und das. Und das ist halt viele große Projekte, wo halt viel vorne dran steht und ja, viel zu Ist schon tun. krass, ne? Dass es jetzt schon losgeht mit der FIBO, aber klar. Ne? Bin ich cool, finde ich cool. Ja, Mann, ja. Da freue ich mich drauf, die werden was Größeres aufziehen und das mit ein paar coolen Jungs da zu stehen und Ja, dass es auch endlich wieder ein bisschen größer wird. Letztes Jahr wart ihr gar nicht da von Olymp, ne? ja, nur mit Athleten und so, aber kein Stand, Ja, ne? ja. Und ich glaube, viele Firmen haben jetzt gesehen, okay, es läuft wieder an, die Firmen kommen langsam wieder zurück, die Leute haben Bock drauf und ich glaube, da werden auch viele andere Firmen wieder kommen. Ich hoffe es zumindest, wäre cool. Ja. Ja. Werdet ihr alle am 1.10. da bei den Charts sein? Ich am 10. Bei Dora Schad, der Wettkampf Auch. in, wo ist denn Erlangen, Ja, Erlangen. Nee. nein, ich bin in Frankreich, da höchstwahrscheinlich. Okay. Alles klar. Ja, ich versuche Ist mal aber. irgendwie, ob ich da hinkomme. Ja, mega cool, ne? Ich meine, coole Aktion auf jeden Fall, dass unter den Zuschauern da zwei Olympia-Tickets plus Flug verlost werden. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Und wenn du reingehst und denkst, du kriegst einen geilen Wettkampf und dann gehst du raus mit zwei Olympia-Tickets und weißt eigentlich, was du damit machen sollst, ist schon mega cool. Ich glaube, ich Geil. muss erst mal Job kündigen. Ja, ich bin jetzt mal weg. Würde es dir abkaufen. Ja. Nee, Ja. Martin, dich würde ich doch mitnehmen mit dem zweiten Ticket. ich wäre Ah. gern Sage dabei. Ich wäre gern dabei. Das hat er zu mir auch schon gesagt, Martin. ich zu jedem. Ja. Also alle, die hier zuhören, ich würde euch auch alle gerne mitnehmen. Alles klar. Ja, gut. Dann Martin scheint aufgegessen zu haben. Martin, wie läuft es bei dir? Boah, schleppend. Ich war jetzt krank tatsächlich. Also Selina hat mich angesteckt. Die war irgendwie stark erkältet, lag eine Woche flach. Und dann geht es halt nicht an dir vorbei, ne, wenn du im gleichen Haushalt wohnst und so. Und Scheiße. ja, Trennungsgrund. es hat mich auch, es geht jetzt mittlerweile schon besser, aber 4 Tage habe ich jetzt nicht trainiert. Und das ist natürlich Katastrophe. Mein Gewicht ist um 2 Kilo gedroppt, weil ich an Rest Days weniger Kalorien habe als an Trainingstagen. Ich mache jetzt nach dem Podcast ein Refeed, ne? Einfach, weil das Gewicht zu stark gedroppt ist und Was gibt's? Sushi Refeed. Ich habe das schon genau ausgerechnet, wie und was. Genau. Wie rechnest du ein Refeed aus? Erzähl mal. Ich mache das mit einer Tracking-App einfach. Also ich mache so 300 Gramm Carbs, also 300 Gramm Reis ist ein normaler Refeed bei mir und dann rechne ich das halt einfach um auf Sushi. Und wenn dann die Makros ein bisschen anders sind, dann habe ich ja ein bisschen mehr Fett, ein bisschen weniger Carbs, dann mache ich das so. Aber ungefähr, dass die Kalorien ungefähr identisch sind. Also hast du wirklich eingegeben, so 10 Nigiris, 12 California Rolls. Ich esse nur Echt? Inside-Out-Rolls, Ach muss ich so. sagen. Ja, also ich nur eine Sorte dann. Und genau. Ich bin da eher der Fan. Also ich könnte jetzt auch einfach Reis essen, aber ich denke mir, warum nicht? Mache ich gern so. Hat der Coach verschrieben, Ja, eben, mein Coach ist schuld. ne? Inside-Out sind da, wo der Fisch draußen ist, auf dem Reis liegt, ne? Ja, Ja, genau. Das ist toll. auch geil. Digga, was das denn für ein Sushi, Alter? Roher Fisch mit Reis, kannst du auch zu Hause fressen. Kommt drauf an, was du eine Sorte nimmst. Es gibt auch Hähnchenfleisch und sowas.
Ja. Ja, für mich ist Sushi immer hier dieses frittierte, diesen Dings da, eine Teig an der Seite und sowas und Okay, die Fritte. Garnelen oder Thunfisch-Tatar, Alter, das ist geil. Nicht so Ich meins, bin aber. übermorgen beim Sushi All You Can Eat. Ich mach gleich. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. All You Can Eat habe ich manchmal, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich das Restaurant, aber All You Can Eat habe ich manchmal Angst, dass die Qualität nicht so gut ist. Ne? Ja, Aber ich wenn du weiß. das Restaurant kennst, dann wirst du Ja, wahrscheinlich. das ist jetzt nicht der Hänsler oder sowas, ne? Aber es ist solide, definitiv solide. Also kann man sich mal gönnen und In Hamburg oder wo? ja. Wo denn? Entweder wir gehen ins Kofoko oder wir gehen ins Gong. Das Gong kenne ich noch nicht, aber ich kenne den, also der Besitzer hat denselben Laden in Kiel und der in Kiel ist echt gut. Okay. Und wenn wir ins Gong gehen, dann werde ich mal erzählen, wie es wird. Ich war mal in Kiel gewesen bei so einem Mongolen, in dem McFit. Ach, hör Kennen Sie auf. das? Hör auf, ja. Das ist 2013. Das war Wang Su. Wang Su. Genau, 2013 war ich da, war mega lecker damals. 10 Jahre her schon. Ja. Das ist der Moment, wenn du mit würgend zu Hause dabei bist. Ne? Fenster auf, für den Fall, dass du kotzen musst. Ja, die Aber lecker Chinesen finde ich dort. auch geil, aber da ist halt immer so viel Glutamat drin und das geht bei mir mal richtig, 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 richtig auf die Verdauung und ich ziehe Wasser wie ein Irrer. Alter. Die machen da mal einen Ja, Liter Supersoße und noch extra Salz und der ist so crazy. Aber schmeckt halt abnormal lecker, ey. Wahnsinn. 6 Brennnesselkapseln, Torasemid und dann auf geht's. Wir gehen mal Auf zusammen geht's. cheaten. T3 oben drauf geschmissen und dann ist so alles verpufft. Ja, Mann. In der Fragerunde habe ich das doch bekommen, ne? Ja, ich habe es gesehen, Frage, ja. ja, genau. Was denn? Ob man seine Cheats ausgleichen kann durch die T3. Also wenn man aus Versehen cheatet in der Prep, dass man dann einfach T3 erhöht. Wie cheatet man denn aus Versehen? Ja, weiß ich selber nichts mehr, auch noch nicht passiert. Du hast da einen Teller mit deinem Essen und da einen Teller mit T3 und du hast immer eine Hand hier und eine Hand hier. Immer abwechseln. Genau. So, Mike, jetzt bist du dran. Wie läuft deine Prep? Da ist wieder eingenordet. Ich hatte ja leider vorletzte Woche 2 Todesfälle. Einer Montag, einer Mittwoch gehabt. Und da bin ich dann halt ins Ausland gefahren. Habe ich ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Montag war es halt ein bisschen entfernterer Verwandter gewesen. Da war ich noch gut dabei. Am Dienstag auch noch. Und dann am Mittwoch war halt ein näherer Verwandter. Ja, und das ging dann halt so dann so ein bisschen bergab. So bis Sonntag sollte ich dann Formcheck schicken. Habe ich dann Sonntag oder Montag früh Formcheck geschickt. Ich habe 1,5 Liter Wasser gezogen. Also meine Muskeln waren flach, ich sah wässrig aus, sah, mein Coach hat gesagt, Alter, was ist mit dir denn los? Katastrophe. Und habe ich ihm gesagt, ich so, ja, 600 Kilometer in die eine Richtung, 600 in die andere, 800 hier hin, 700 hier hin. Ich saß, glaube ich, ich habe innerhalb von ein paar Tagen habe ich 3.500 Kilometer gemacht im Auto. Ne, hört man mich ja, ne? Ja. Ich bin um 3:30 Uhr aufgestanden, ins Beintraining, also gegessen, dann ins Beintraining, dann danach im Beintraining direkt Cardio, obwohl ich ja normales Cardio morgens nüchtern mache und so. Und dieses frühe Training und davor, also nur nach einer Mahlzeit trainieren und dann das Cardio. Das hat, glaube ich, so ein bisschen Cortison ausgeschüttet oder sowas, weil, also, ich meine, ich hab gepostet und dachte, ey, wie soll ich da in 4 Wochen fertig werden? Oder 3 Wochen aktive Diät und eine Woche Peak Week in Anführungsstrichen. Wie soll das denn klappen? Und ja, da haben wir noch ein bisschen was umgeändert, ein bisschen Cardio erhöht, noch ein paar Carbs rausgenommen. Und da kommen noch dann die guten Supplemente, die man schluckt noch dazu. Und dann, ja, sollte es jetzt wieder eingenordet sein. Jetzt war das Ziel bis Sonntag. Runterzugehen, mich komplett runterzuziehen auf 125 Kilo. Ich war letzte Woche noch bei 126,5, also nochmal in einer Woche 1,5 Kilo runter, das ist machbar. Ich mache natürlich ein bisschen mehr Cardio, als er mir aufgeschrieben hat. Ich habe gesagt, Digga, ich kann auch nochmal ein drittes Mal Cardio machen, wenn du möchtest, oder noch weniger essen. Hat er gesagt, nee, das passt schon, das kriegen wir schon so alles geregelt jetzt hin. Ja, und jetzt also jetzt steht das Gewicht zwar, aber zum Sonntag hin nach einem oder zwei Rest-Days, wo ich dann keine Kohlenhydrate esse, aber Cardio mache und sowas, denke ich, dass dann nochmal ein bisschen was flöten geht. Und dann steht so eine Regenerationsphase an, in Anführungsstrichen, eine Woche lang, bisschen Cardio runter, den Körper ein bisschen Ruhe gönnen, bevor dann halt im Prinzip das Aufwässern beginnt. Ich muss halt
Das heißt, ich muss, wir machen es so bei mir so, dass ich dann so 12 Liter trinke, also ein bisschen mehr aufwässern als jetzt bei Stefan oder sowas vorher. Das, bei mir ist die Peak Week immer, auch wenn viele Leute erst jetzt letztens ein Video gesehen von David Hoffmann so, oh, die Peak Week, die ist nicht so wichtig, wenn du vorher nicht in Form bist. Und dann bin ich absolut nicht der Meinung. Also bei mir ist die Peak Week wirklich entscheidend und wichtig, wie ich die gestalte tatsächlich. Bist du so ein Oh, Wassertrüppel? ich finde, von der Form her macht das nochmal einen riesen Unterschied bei mir, ja, definitiv. Wenn ich anfange, Sonntag, Donnerstag oder bis Freitag mit 12 Liter trinken, jeden Tag, ich bin am Freitag so oder am Donnerstag so im Eimer, ich hau nochmal so viel Wasser aus dem Körper raus, mein Gesicht fällt noch mehr zusammen, dann merke ich erst wirklich, jetzt ist Wettkampf angesagt. Also bei mir ist das jedes Mal so. Und dieses nur leicht aufwässern und sowas, das klappt bei mir nicht. Ich hau 15 Gramm Salz rein, die ganze Woche 12 Liter Wasser, dann wird alles ein bisschen halbiert, halbiert, dann wird richtig geladen hier nicht so. Da habe ich auch schon wieder so Sachen gehört, ich esse nur 200 Gramm Kohlenhydrate. Nee, da werden dann 3 Tage lang 1,5 Carbs reingehauen pro Tag, ordentlich den Blutzucker gedrückt und dann gehen die Kohlenhydrate richtig ins System, Alter, und dann passt das. Ja, da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich die ganzen Körper sind. Ne? Tim Ja. Budesheim sagt, er isst irgendwie so eine Reiswaffel und ist gefühlt prall ohne Ende. Und Ja. Mike 3 Tage irgendwie so ein halbes Maisfeld und das ist ja, geht trotzdem immer noch was rein. Der ist schon krass, ja. Und dafür ist auch Ja. ein Coach auch da, der das sieht und sagt: Mach mal, Mike, das ist noch nicht genug, gib Gas, ja. Das finde ich gut. Ja. Vor allem wundert mich das halt immer dann so, wenn Leute sagen, ja, die übertreiben dann, also so eine Aussage wie ja, das ist nicht so wichtig. Also, wir sind bei jedem Menschen einfach anders. Punkt. Fertig. Ist halt so. Du kannst nicht sagen, der sollte so, sondern bei mir merkt man das dann auch so. Die Fette müssen höher geschraubt werden, die Triglyceride müssen aufgeladen werden. Ich muss trotzdem weiter trinken. Ich muss richtig viele Carbs futtern, auch aus verschiedenen Quellen so. Also auch Fructose, also Obst und dann mal irgendwie, weiß nicht, aus Reis irgendwas, aus Kartoffeln irgendwas, aus Haferflocken irgendwas so. Wenn man das halt richtig ankommt, dann merkst du halt nach 1, 2 Tagen, das kommt immer noch nicht im System an und dann wird sich dann so halb auf die Bühne stellen. Das ist, also bei meinem Coach habe ich gemerkt, der legt richtig viel Wert darauf, nämlich also lieber was von der Härte zu verzichten, aber komplett vollgeladen, weil ich halt, klar wiege ich dann auf der Bühne dann vielleicht diese 129 Kilo oder sowas, aber auf 1,85 Meter ist es halt immer noch ein Frame, den ich ausfüllen muss. Und ich habe immer noch richtig viel Platz zum Ausfüllen. Und dann muss ich nicht auf die Condition-Karte stellen, wie ein Emir oder so, oder wie ein Roman. Da würde ich hinten wegfallen, glaube ich. Ja, Das kann. ich glaube auch bei den ganz dicken Jungs, wo du jetzt daneben dich stellst, da wird es, glaube ich, 5% voller und dafür ein bisschen weicher, in Anführungsstrichen, ist, glaube ich, jetzt besser, als wenn du härter kommst und dafür flacher, weil du wirst einfach untergehen. Ja. Natürlich sind die Jungs ganz vorne jetzt mit dabei, sind Rügen Grimes und Nathan oder sonst, ja, die sind alles komplette Viecher. Und wenn du dich da daneben stellst, okay, du bist kurz trocken, aber man sieht sofort, oh, da fehlt es komplett vom Volumen, sofort zweiter Callout, tschüss. Ne? Und dann Ja. schaust du beim zweiten Callout hart aus, aber was bringst du? Ne? Du wirst sofort durchgereicht, ja, das ist ja, Open Sehe ich Bodybuilding. genauso. Sehe ich genauso. Nutzt du auch Triamteren noch zusätzlich? Oder was Ja, anderes? Also mal Alactone oder irgendwas? wir nehmen Spirolacton, Ja. 2 oder 3 Tage lang. Ja, genau. Und boah, jetzt vom letzten Jahr nachdenken. Und ich glaube, ein Triamteren oder irgendwie sowas haben wir da noch. Ja. Nephral hat nicht so gut funktioniert bei mir. Okay. Triamteren, ich glaube, wenn man abends rausgeht, hat ein Drittel abends oder ein Viertel abends gereicht und ein Viertel morgens, dann war es das. Also eine so eine Tablette reicht für gefühlt 2 Wettkämpfe. Ne? Ja, so. Ja. Ja. Oh Das Mann, merkst ey. du aber dann auch. Du merkst es aber auch, wenn du dann halt immer noch weiter salzt, weiter trinkst und das dann nimmst, wie das Wasser rausgeht, aber der Muskel drückt gegen die Haut. Du post dann und du merkst bei jedem Posing immer mehr Gefühl im Lat. Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich mein Lat besser ansteuern kann in der Most Muscular, die Brust besser spüre, besser ansteuern kann und sowas. Dann merke ich, ich bin voll. Vorher. Ja. Ich denke, auch viele, was viele Leute machen, die schmeißen ihre Diuretika rein, egal was für welches jetzt ist, und die hören dann komplett auf zu trinken und dann wundert sich, dass die komplett flach sind. Natürlich bist du furzen trocken, ja, aber du kriegst Natürlich. das Volumen nie wieder zurück. Keine Chance, dann Ja. keine Ja. Das stimmt. Chance.
Ich habe nur mal eine Frage zu deiner Prep. Wenn jetzt solche Dinge passieren, wie bei dir passiert sind, kommt da bei dir irgendwie jemals der Gedanke, scheiß doch auf die Prep, es gibt andere nicht? Nein, 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 nein. Da könnte. Ich hab einen Kumpel darüber gesprochen und er sagt auch zu mir: Mike, weißt du noch die Doku, wo Arnold meinte dann so, sein Vater ist gestorben und der ist zum Olympia und der ist nicht zur Beerdigung, weil er das eh nicht ändern könnte? Und es hört sich zwar sozial an, so, und es war der letzte Weg von deinem Vater, so, aber du kannst ihn die nächsten Jahre auch die jetzt am Grab besuchen und der Mensch ist weg. Und wenn ihr, ich sage nicht auf eine scheiß regionale Meisterschaft, Alter, weil dann müssen wir hier nicht großartig rumquatschen. Oder wenn jetzt eine Meisterschaft in Italien ist und darauf die Woche in Alicante, dann scheiße ich da auch drauf, ja. Aber wenn jetzt sowas ganz Wichtiges ist, also gerade Prep abbrechen sowieso nicht, aber jetzt irgendwie so eine Mr. Olympia-Teilnahme oder sowas, ja, dann würde die denn abbrechen? Aber Keine warst du vom Ahnung. Kopf ganz da? Nicht, Nein. oder? Nein, 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 das geht auch gar nicht. Weil ich hatte ja Stress dann auch mit meiner Freundin da. Weil die hatte dann auch extrem Stress gehabt und das hat dann rübergefärbt. Das war ja ich schon sowieso genervt und Hunger und Food, die ganze Zeit, also nur das Essen im Kopf, diesen Food-Fokus und dann mit ihr, dann dieses Rumgefahre, dann gekläre hier und da und ja, das war halt einfach nur ein Automatismus, eine Maschine. Du hast halt gemacht, was gemacht werden muss und danach war es halt. Lief halt nebenbei, so. Ja. Ja, aber Glaubst du würde denn nicht trotzdem, umsetzen, dass du ne? jetzt dein bestes Paket bringen kannst? Ja. Oder kann man in Ja, Italien erstmal ja. sagen, okay, das wird noch nicht der Nein. hundertprozentige Mike? Ja. 100% wird sowieso erst Alicante oder Frankreich. Ist Okay. immer so, dass die erste Show immer noch nicht so richtig ist. Bei mir zumindest. Und wenn dann Alicante einmal, das komplette Wasser einmal draußen war und alles, in Italien, sorry. Und dann darauf die Woche wird ja gleich wieder entwässert. Aufgewässert, entwässert, dann ist dann wieder so ein besserer Look dran. Und darauf in Frankreich dann immer noch mal besser. Klar, schlägt das irgendwann dann auch zurück, wenn du, keine Ahnung, 8 Shows machst, dass dann immer die fünfte, sechste, siebte, achte nicht so gut werden. Aber die erste ist meistens nie die beste von den Bodybuildern. Was habt ihr schon mal gehabt, dass ihr sowas in der Prep hattet, was euch wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen habt? Fast jede Prep ist irgendwas passiert bei mir. Ja, sei es halt die Koma-Geschichte oder ich hatte 2 Preps, hatte ich einen Abszess während der Prep, ne, der operativ halt behandelt werden musste. Und das ist halt, oder letztes Jahr zum Beispiel, da hatte ich diese Zahn-OP, die spontan gemacht werden musste. Ich hatte Zahnschmerzen und dann mussten die Weisheitszähne raus. Und dann auf einmal, da musste ich dann noch Antibiotika nehmen. Dann hatte ich da noch einen Magen-Darm auf einmal und so. Und das hat mir dann halt auch 4, 5 Wochen geklaut. So effektiv. Okay. Na, und das ist halt, aber jede Prep irgendwie so irgendwas, dass du halt. Was weiß ich, raus bis jetzt diese Prep-Bandscheibenvorfall. Weißt du, was ich meine? Kann ich richtig Beine trainieren und so. Also irgendwie, ich hab, weiß nicht, hab irgendwie bin ich vom Pech verfolgt, was das angeht. Irgendwas will dir sagen, mach keine Ja, auch mit. Auf damit. Aber Du. kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht, dass man in der Prep so ein bisschen kälter ist, so abgeschirmt ist, dass du Ja. emotional nicht so antastbar bist? Ja, Also, ausgezeichnet. wo ich beim Stefan war, ist mir meine Tante verstorben, die mir ziemlich nah war. Und ein halbes Jahr davor ihr Ehemann, also im Mai und dann im November. Und ich konnte auf dieser Beerdigung konnte ich nicht richtig weinen und so. Ich war dann, wo ich dann alleine war und so, habe mich da so ein bisschen getroffen so. Aber erst danach, erst wo dann diese Wettkämpfe vorbei waren, wo Prag vorbei war und so, nicht Prag, sorry, wo dann Holland vorbei war, der 2021, wo ich noch nicht Profi geworden bin, da bin ich dann erst so richtig, wo ich wieder gegessen habe, wo die Fette reinkamen, wo das Salz reinkam, wo dann die Kohlenhydrate reinkamen. Da bin ich auch so wieder antastbarer. Dann habe ich dann so hingesetzt, habe dann richtig geheult so und dann war das so richtig, das habe ich dann richtig dann so weggecatcht einmal. Aber so während der Prep ist das immer so, ich wüsste nicht, was passieren sollte oder müsste, dass ich jetzt irgendwie mich emotional großartig Ja. angreifen lassen würde, so, ne? Ich weiß genau, was du meinst. Wenn du auf Prep bist, du bist in den letzten 4 Wochen und dann ist irgendwie ein Schulbus mit Kindern, der fackelt gerade ab und du bist auf dem Weg zum Cardio und denkst so, okay, alles klar, macht ihr euer Ding, weißt schon, ich gehe zum Cardio machen. Ne? Ich muss jetzt 30 Minuten vormachen. Krass gesagt, aber ja. Hey, weißt schon, du denkst einfach, nächste Mahlzeit, nächstes Cardio, nächstes Training und ich habe Hunger, was gibt es zu essen und dann, wann ist der Wettkampf, wie schaue ich aus, Posing, alles andere musst du einfach, du musst es ja auch irgendwo ausblenden, du kannst dich nicht um jeden Scheiß kümmern, du hast so wenig Energie,
die Energie muss genau gebündelt auf diesen Wettkampf sein, ne? Weil Michelle ist dann auch ganz oft jemand, der braucht dann, die braucht dann viel Zuneigung und Gespräche und sie möchte reden über Sachen und dann sage ich, hey, Offseason geht das super gut, aber auf Prep, da bin ich einfach so in meinem Tunnel und da habe ich genau Energie für mich, damit ich bei mir runterkomme, ich halte auf meine Schnauze, ziehe 1000% durch, aber für mehr ist dann halt nicht mehr Energie übrig, ne? Und ja, das ist halt echt so krass, ja. Weißt du, zu schätzen. Ja. Ah, ist so. Hundertprozentig, bei mir genau dasselbe. Genau dasselbe. Gibt es irgendein Szenario, wo ihr sagen würdet, das wäre für mich ein Grund, eine Prep abzubrechen? Eigene Gesundheit. Eigene Gesundheit höchstens, ja. Sonst. Ja, aber dann muss selbst ich dann, ich meine, Emi hat es ja im Podcast mit Ben und Max gesagt, er hatte Fieber und er ist trotzdem noch irgendwie 2 Stunden auf den Stairmaster gegangen, wo er rückblickend sagen würde, Alter, bin ich dumm gewesen, hätte ich nie gemacht. In dem, aber Modus, in dem Moment war es halt einfach so, es muss jetzt gemacht werden. Ist auch krank, was du aus deinem Körper dann rausholen kannst, ne? Wenn du wirklich willst, ne? Crazy. Was ich mich da gewundert habe, ich habe mit meinem Coach richtig engen Kontakt, jeden Tag, auch privat. Und wenn ich ihm sagen würde, ich bin krank, der würde mich niemals starten lassen. Mhm. Würde er nicht machen. Sag ich dir, wie es ist, würde er nicht machen. Da würde er mir sagen, wir brechen jetzt ab, nächstes Mal oder nächste Woche oder in einem Monat. Aber würde er nicht, er würde nichts machen, was mir so extrem auf die Gesundheit schlagen würde. Bin ich mir zu 1 Milliarde % sicher. Würdest du deinem Coach dann sagen, dass du krank bist? Wenn du wüsstest, dass er es dann abbricht. Ja. Ich rede mit ihm über alles. Also er weiß alles über mich. Er weiß auch, dass ich morgens 5 Minuten, 10 Minuten länger Cardio mache, dass ich 10, 15 Gramm weniger Cluster im Training saufe. Der kennt mich. Der weiß das. Das ist wie ein guter Freund von mir. Auch wenn jetzt, als ich hier diese beiden Todesfälle hatte, ich habe ihm das erzählt und hat er mir 7 Minuten lang, hat er mir eine Nachricht, wie ein großer Bruder an mich geschickt. Hat sich dann hingesetzt, mir eine Memo gemacht, mir nochmal alles erläutert, wie er das sieht und so und also alles. Und nur und dann halt irgendwie jemanden haben, der halt nur dann da ist und hier hast einen Plan, mach mal, hier ist ein Plan, mach mal, kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Cool. So. Ja, perfekt. Schön. Also bist du auf jeden Fall überzeugt, dass du den besten Mike Ziesler auf der Bühne präsentieren wirst? Ich werde auch Dennis und Tim schlagen, ja. Das wollte ich hören. Das wollte ich auch hören. Tim hat gesagt, er schlägt alle. Er ist der beste deutsche Bodybuilder. Dennis hat gesagt, Bitte? Er beschäftigt sich gar nicht mit anderen. Ja, du, das ist ja, das ist taktische Kriegsführung. Ich schaue mir die anderen an. Was sind deren starke Posen? Was sind bei denen die schwachen Posen? Wie stellt er sich in die Pose? Wo sehe ich besser aus? Was könnte, ist doch so. Ja. So, wenn ich jemanden sehe, Alter, keine Ahnung, in der Side Triceps besser ist als ich, dann stelle ich die Side Triceps so anders, dass ich halt mit anderen Punkten überzeugen kann. So, egal was der Jim Tay, wie heißt der Mannion da heute gepostet hat mit dieser Side Triceps, dass du die nicht wie Andrew stellen darfst und sowas. Habt ihr das gesehen, das Video? Nee. Ja, da hat er erklärt, wie man die Posen zu stellen, worauf da geachtet wird und sowas. So, Schwanz, Alter, ganz ehrlich. Jetzt auf einmal nach so vielen Jahren sagt er, die Pose muss aber so gestellt. Ja. Zeig aber deine Stärken, fertig. So, mhm. Und wenn du dann die Pose ein bisschen anders stellst, du kannst die Pose ja erstmal normal stellen, danach darfst du die ja verstellen. Mhm. Da wird dir, glaube ich, kein richtiger Punktabzüge für geben. Sonst hätte Andrew jetzt auch nicht gewonnen. Mhm. Weißt du, was für mich auch fehlt beim Bodybuilding, so your favorite Bodybuilding Pose? Ne? Weil bei Classic gibt es so eine your favorite Classic Pose. Und jeder hat ja eine Pose, wo er sagt, Alter, die schaut richtig geil aus bei mir, ist aber keine von den 7 Pflichtposen. Und die einfach mit reinzuhauen und gegen die anderen zu vergessen, das fände ich geil. Würde auch für die Zuschauer, glaube ich, einen richtigen Mehrwert bringen und geile Bühnenbilder für den Athleten und so nochmal richtig Fun bringen. Aber das wäre eine coole Sache, finde ich. Ja. Finde ich auch. Das ist eine geile Idee, ja. Ist so. Genau wie beim, wo du dann schon eigentlich in der Vorwahl bist und dann weißt du schon, du musst die Kür machen. Und dann hast du da so Leute auf der Bühne, so, ich bin jetzt auch nicht der Kürmeister, so, ich mache ein paar Standardposen und haue ich da wieder ab, so. Aber wenn das halt irgendwie noch irgendwie was bringen würde, dann würden sich die Leute auch viel mehr Mühe geben. Ja. Hundertprozentig. Ja, weil dieses klassische und dann aber dieses oder von einer Seite zur anderen und dann hier. So, das finde ich immer so. Ja. Entweder du kriegst Applaus, weil du geil gepostet hast, oder du hältst deine Schnauze und verpisst dich wieder, ne? Ohne Scheiß.
Ohne Scheiß, Alter. Ich bin auch nicht der Geisterposer und ich weiß auch genau, wenn es bewertet werden würde, würde ich mehr Energie reinstecken. Wird aber nicht bewertet. Deswegen mache ich halt so, ich mache mein Standardding. Ich denke mir, ein paar Posen schauen nicht schlecht aus und dann mache ich ein bisschen Freestyle, suche mir irgendeine Musik aus, schneide ich genau eine Minute, passt, fertig, tschüss, ja. Mein Gott, das ist halt echt so. Ja. Das ist ja genau diese Minute Zeit, wo du halt deine Stärken präsentieren kannst, wo du dich präsentieren kannst, wie du halt gut aussiehst. Als Profi länger, ne? Du hast als Profi bis zu 3 Minuten in Prag gehabt. Ja. Wer füllt das denn aus? Weil jeder weiß, es ist total egal, was du da zeigst. Ja. Aber wenn du halt mal eine geile Posing-Kür siehst, ne, dann bleibst du auf jeden Fall in Erinnerung. Ja. Ich habe den Samson Dauder gesehen, wie er es am Posing gemacht hat in Prag vor 2 Jahren. Alter, wie geil war das bitte, Alter. Du schaust auf ihn und denkst, bitte mach weiter. Wie? Es hat perfekt mit Musik gepasst und so eine Ausstrahlung kommt rüber und denkst so, Alter, da, genau dafür bin ich gekommen jetzt, ne? Mega. Ohne Scheiß. Und das merkst du dein Leben lang. Das ist wirklich so. Auch damals, wo ich live schon geguckt habe mit Cedric McMillan, wo dieser Transformers Intro-Musik gepostet hat, wo der dann diesen Hasenohren bei Arnold gezeigt hat und sowas. Ich weiß bis heute, wie der gepostet hat. Oder 2016, wo William Bonack in Prag gewonnen hat. Was für eine Musik der gepostet hat. Und das sind aber so Momente, die vergisst du einfach nie wieder. Schon. So. Und ich finde auch, ein Mr. Olympia muss halt auch sowas bieten können. Finde ich halt irgendwie. Wenn du schon so das Aushängeschild von dem Sport bist, dann solltest du auch einfach mal eine geile Kür zaubern können. Ja. Lass uns mal ganz kurz bei Italien bleiben, bevor wir gleich auch noch kurz über Texas reden. Lasst uns jetzt mal langsam wirklich Butter bei die Fische machen und, so sagt man es hier im Norden, und mal irgendwie unsere Platzierung auflisten. Ich habe gerade geguckt, ich finde kein Starterfeld, aber wir wissen ja so, wer dabei ist. Wir haben unsere 3 Deutschen dabei. Leider keine 4 mehr. Mike, Dennis und Tim. Dann ist dabei der gut Vito. Der Nathan Derscher. Regan Grimes. Der Vlad kommt auch noch. Blessing, und Blessing. Blessing, ja. Da kommt noch jemand, der Theo Leguier, habe ich gelesen, kommt. Ja, gestimmt. Okay, krass. Der Theo kommt noch hin. Dann habe ich noch ich habe nämlich eine Story gepostet, hat mich einer markiert, wo ich in Polen war. Da waren noch 2 oder 3 Leute, die hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ein älterer, 2 jüngere. Müsste ich, wenn ich jetzt hier mit dem Handy. Nee, da muss ich jetzt den jetzt umdrehen und hier rausnehmen. Ja, da wir keine Starterliste haben, würde ich einfach sagen, wir schreiben kurz die auf, die wir, von denen wir es wissen, dass sie da sind. Und gucken dann mal, wie wir die ganzen einfach der Reihenfolge nachsortieren würden. Wenn sich dann noch irgendjemand zwischenschiebt. Mike kann ja jetzt irgendwie nicht mitwerten, oder? Er ist ja selber dabei, oder? Wieso denn nicht? Ach, weil er nicht über Konkurrenten reden will, oder? Aber es ist komisch, sich selbst dazu bewerten, keine Ahnung, ja. Mir egal. Ja, macht doch der Ian Valier auch die ganze Zeit, oder? Ja. So, wo kann ich jetzt hier eine Tabelle machen? Tabelle. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn du sagst, dass Tim oder Dennis mich schlagen. Keine Sorge. Sehr gut. Also, ich schreibe noch kurz die Namen auf. Wir haben jetzt hier Tim Budesheim. Wir haben Mike Ziesler. Wir haben Dennis Reinhold. Wir haben Blessing Avudibu. Also, Blessing reicht. Dann haben wir den Theo. Ja. Den Vlad. Gut Vito. Also Gut Vito heißt Vitali. Den Regan Rams, oder? Der gute alte Gott Vito. So, habe ich jetzt irgendwen vergessen? Ich habe ja gerade früher Simone Bassonelli gesagt, aber ich habe den Namen noch nie gehört. Der Andrea Musi startet auch noch. Andrea Musi? Stimmt, ja, Andrea. Ja, ja, der ist Open Bodybuilder. Mhm. Uiuiui. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir die irgendwie mal in eine Reihenfolge bringen sollten. Wie viele sind das jetzt schon? 3, 6, 9? Ja. Schwierig, ey. Boah. Wie heißt der Schutz? Simone. Big Simo 94. Ja, genau, das ist, den habe ich auch gesehen. Der sieht auch ganz gut aus. Der ist klein. Was ist der? Klein. Oh, Alter, was hat denn der Arme dran, Alter? Das ist ja nicht normal.
Ich mache das mal jetzt hier über alles. Jetzt seht ihr Internet jetzt hier? Ja. Ja. Seht ihr Internet? Wie heißt der? Wie heißt Big Simo? Zusammengeschrieben? Sino oder Simo? Simo, S-I-M-O und dann 94. Aber alles zusammengeschrieben. Ah, da ist da. Schau, was sind das für Arme und Schultern, Alter? Yeah. Wie geiles Bild, ich weiß nicht. Alter, was? Geil. Geiler Magger. Ich glaube, es ist ein Zwerg, oder? Ich glaube, der ist sehr klein, ja. Ja, nach 2,12 aus, oder? Muss hinter ihm ist ein Kopf größer wie er. Krass. So, haben wir aber auch mal hier ein komplettes Form-Update. Der ist jetzt gerade frisch Profi geworden, kann das sein? Ja, anscheinend schon. Damit... Boah, auch mies ein Beuger von der Seite, Alter. Geil. Okay, gefällt mir. Gefällt mir ein geiler Typ. Also Reckenfotos würde mich interessieren. So kleine, kompakte Leute, so, die sind zeitlich posen immer schön stark, aber Rücken manchmal. Naja, ja. Gut, das schaut auf jeden Fall top aus. Hier haben wir nochmal eine Frontansicht. Okay, ja, ist aber auch Season. Die sind komplett. Hier ist ein Mastschwein. Ich schreibe dir mal auf, wie heißt der? Simone Bassanelli. Dann haben wir 10. Uiuiui. Kann man jetzt schwer einschätzen, ne? Ich sag's. Aber schaut nicht schlecht aus. Habt ihr das Update schon von Blessing heute gesehen? Ja. Nee. Habe ich gesehen. Sieht auch schön aus, sieht auch gut aus. Vielleicht kommt er mal in Form jetzt. Ja, das hat ihm vielleicht gut getan, dass er da auf die Fresse bekommen hat. Hä? Ach, da unten links. Das ist genau. Ja, ja. Kein Plan, ey. Das ist brutal. Ja, sieht schon. Er scheint auf jeden Fall in Form zu sein. Ja. Ich muss das nur auf die Bühne bringen. Ingo, du hattest heute eins von Regan gepostet. Oh ja, das ist ja klar. Rücken ist sein sowieso Signature Post von ihm, aber ohne Regan, bloß Regan. Ja, EG. Regan. Ja. Regan, vegan. Das ist schon. Das ist schon ekelhaft. Follower, ne? Der Rücken, dieser Teres, Alter, was ist das? Was ist das, Mann? Ein Adduktor, ne, von hinten, wie er den ansteuern kann, zu geil. Der ist schon nice. Haben wir noch von der Frontpose, ja, das ist auch relativ aktuell. Ja, geile Linie. Ja, auch eine schöne Linie, das ist ein guter Athlet. Aber dann haben wir auch noch natürlich den Nathan. Ah, ich weiß ja nicht. Ja. Hier ist, glaube ich, ein Video nur. Der ist halt ein Rücken gegen den ist. Was hat der für Schultern? Ne? Das ist schon geisteskrank, Alter. Ein Trapez oben, ne? Ja, das auch. Und die Taille ist noch so schmal dazu. Haben wir noch was von zwei... vorne? Hier ist noch ein. Das ist ein bisschen länger. Letzte, ja. Ach nee, letzte Woche. Auch ein schöner Athlet. Der war auch schon mal bei Olympia Top 10, ne? Mhm. Aber der kommt halt nicht in die USA irgendwie rein. spannend, spannend. Ah, geht. Ja, lass mal Predictions machen. Okay, dann mache ich das jetzt weg und wir schauen uns das Ganze mal an. Gibt es jemanden, der schon sagt, er möchte einen ersten Platz äußern? Jo, wer sagt, der gewinnt das? Regan Grimes. Gehe ich tatsächlich mit Ingo? Ja. Martin? Ich würde interessieren, wie gut Vito wirklich mal neben den Jungs aussieht und ob der mal in Form kommt. Ne, weil rein von der Masse ist ja schon auf Instagram mega beeindruckend. Ne, aber. Ich glaube, ich sage auch einfach Regan jetzt. Ist jetzt zwar Mitläufer-Move, aber. Ich sage Nathan, erster. Ja? Den habe ich auf 2. Nee, glaube ich nicht. Ich habe Regan auf 2. Ja.
Ja, dann habe ich auch Nathan auf 2. Weiß es nicht. Boah, ich muss Ja, ist nochmal. schwer, gell? Weiß nicht, ob ich den auf 2 machen würde. Wie heißt du schon auf 2? Zwischen wem überlegst du? Nathan war jetzt halt auch eine Zeit lang raus, deshalb weiß ich nicht. Also entweder gut Vito. Lessing ist eigentlich auch stabil, wenn der mal richtig in Form Auch kommen wenn der halt würde. mal in Form kommt, stimmt, das ist auch ein richtig schöner Athlet, gell? Scheiße. Der hat die New York Pro gewonnen damals. Ja, und das sah brutal aus. Deshalb. Wisst ihr, wie Musi und Theo gerade aussehen? Nee, aber Muzi war letztes Mal auch gar nicht so scheiße beim Olympia. Gucken wir mal Also, kurz. der war zwar nicht platziert, aber der war zum Beispiel vor Andrea Presti. Echt? Hm. Okay. Aber der hat sich ja damals noch über Punkte qualifiziert, oder? Kann sein. Ja. Nee, sehe ich nicht auf 2. Nee. Und nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber, Tierge. Ja, ist auch immer knüppelhart und Das ist noch ein sehr schöner Athlet auch. ja. Bisschen dünn aus. Oh, ja. Die Beine. Ja, ist er jetzt nicht in der Pose oder so, ne? Ja. Nee, sehe ich auch nicht. War 10. August. Nathan hat halt auch den Namen, muss man sagen. Aber es sind schon einige dabei, die einen großen Namen haben. Diesen Theo, den kennt auch jeder und so. Ja, der war, glaube ich, auch beim Olympia, ne? Letztes Jahr. Ja, kann sein, ja. Ich meine schon. So, Martin, zweiter Platz. Theo hat Rumänien oder so gegen, nee, oder irgendwas in Portugal. Der hat irgendwas gewonnen. Sind Der ja ist nach Prag. europäisch, ich glaube auch. Ja. Ja, komm, ich sag auch, nee, scheiß drauf. Ich wollte was anderes sagen, aber es ist am sichersten, glaube ich. Dann können wir die beiden ja schon mal streichen, den Regan und den Nathan. Ich, oh Gott. Ah. Shit, Alter. Ich sag jetzt, dass. Lessing oder Gut Vito, würde ich sagen, aber ich. Ja, genau, zwischen den beiden überlege ich auch, Ja, ich aber auch. wenn du jetzt guckst, Nathan hat eine schöne Linie, Regan hat eine schöne Linie. Und Vito hat auch eine schöne Linie. Ich finde seine Mittelpartie ein bisschen breit. Ja. Ich finde das halt nie so, auch nicht so in Form. Die sind beide nicht so in Form. Das ist so das Komm mal, Ding. was soll der Geil? Ich sag Vito. Blessing ist so ein Coin-Flip, weißt du, nur, wenn er in Form kommt, kann richtig krass Richtig, aussehen. also ich würde kein Geld auf Blessing setzen, aber wenn er kommt, kann er halt New York gewonnen letztes Jahr und zwei Das sogar bei mir, mach ne? mal Blessing rein. Ich hoffe, er enttäuscht mich. Blessing, ich weiß, du hörst den Podcast. Mach jetzt keinen Scheiß. Ich sag Vito, wie du. Das vor allem in den Beinen nochmal von vorne, in den Quads auch nochmal ausladen als Blessing. Ich würde als drittes auch Vito sagen. Ich warte darauf, dass Mike sich selber nennt. Als vierten. Ja? Ja. Mit Wenn großen du Buchstaben Blessing auch stehst, das schon. wäre schon krass, ja. Ja, das wäre heftig, so. Ich sag Blessing. Bei mir kommt Dennis Reinhold. Mike, bist du noch da? Hast du. Warum Ja, steht ich gehe auch Ingo? dahin. Wieso Ingo? Dennis. Sorry. Ingo hat sich gehört. Ich gehe jetzt schon auf Instagram, blockiere ihn noch. Scheiß auf Hast du doch schon lang. Was sagst du, Torben? ihn. Ich hoffe, du belehrst mich eines Besseren, Mike. Also entweder es kommt jetzt ein Deutscher oder es kommt Blessing. Glaubst du, Blessing wird geschlagen von den Deutschen? Blessing. Guck dir Blessings Beine von vorne an. Nein. Jetzt sag ich auch Mike. Ach. Die Mike bei den Deutschen. Mike, wen lässt du denn hinter dir?
Lessing. Okay. Boah. Mike, du hast gesagt, du bist mir nicht sauer, wenn ich andere Leute vor dich packe, ne? Um Ich. Gottes Willen. Den Budesheim als nächstes. Ich weiß nicht, Mike, wie siehst du aus? Siehst du gut aus? Nein, ich schaue scheiße aus. So, ich will dich jetzt aus voller Überzeugung hören, dass du den Tim wegputzt. Tom, du musst leider eine ehrliche Meinung haben. Schau mal, wo ich mich hingestellt habe. Ingo Mein sagt auch seine Gott. ehrliche Meinung. Aber dann nämlich genau wie Martin. Oh. Stimmt, ja. Ich wünsche es Mike von ganzem Herzen. Es ist einfach nur so ein Game. Komm. Ab geht's, Tom. Mike. Mike, du holst Jawohl. das. Jawohl. Jetzt ist die Frage bei mir, ob ich Tim nehme oder Vlad. Das ist schwer. Oh, ist das schwer. Vlad hat letztes Mal Tim geschlagen, aber ich fand allerdings Vlad, so wie er letztes Mal aussah in Spanien, eine Vollkatastrophe. Also in der Form hätte Tim ihn geschlagen. Na, deshalb ist es auch eine Frage, wie der kommt. Tim hat ihn bis jetzt jedes Mal geschlagen. Was meinst du? Tim hat bis jetzt jedes Mal Vlad geschlagen. Dreimal hat er ihn schon Tim weggeholt. hat Vlad geschlagen, echt? Ja, dreimal schon. Oh, ich dachte, es wäre andersrum gewesen. Nee. Dann verwechsel ich was. Ja gut, dann mache ich Tim Budesheim. Nachher liegen wir alle so falsch. Ich nehme Dennis. Oh Gott. Ich hasse es, dass Mike im Podcast ist, aber ich muss es dem Theo sagen. Boah, stimmt, Dennis gibt. Von der Linie her würde Dennis auf jeden Fall Tim schlagen. Ich lasse trotzdem Tim erstmal stehen. Mike? Ja. Kommt jetzt Theo oder kommt der nächste Deutsche schon? Hört ihr mich? Ich höre dich. Ja, hör nicht gut. Theo, Theo. Das ist echt ein sehr interessanter Wettkampf, muss ich sagen. Ne? Viele Leute, die echt, wenn die auf den Tag X richtig on point sind, da Ja. sich irgendwie 5 Plätze ausmachen können. Ne? Das ist schon. Der Theo müsste eigentlich auch von seiner Vita viel, viel weiter oben platziert worden Ja, sein. ohne Witz. Ich würde am liebsten irgendwie 10 Stück in die Top 5 packen. Das Ja. ist so. Ich sage auch Theo jetzt. Boah, das wird dem Dennis Reinhold gerade gar nicht gerecht. Ja. Sorry, Dennis. Ja, bei mir Flat, packen wir Flat rein. Vergiss Mike. Ah, ja, nee, mach Mike. Genau, das wollte ich machen, stimmt. Mach Mike. Dann hatte ich im Kopf schon, ist gerade auf den Platz gesetzt. Danach Theo aber. oder Tim? Theo oder Tim? Theo oder Tim? Komm, German. Tim Budesheim. Ich sag Dennis. So, da haben wir Bei alle. mir kommt Vlad. Dennis Reinhold bei mir. Boah, diese Simone-Typ, da ist auch krass, ne? Also, Ich boah, wollte gerade da. sagen, das ist ein weißer Italiener und der Wettkampf ist in Italien, das muss man auch dazu sagen. Das stimmt auch wieder. Nachher gewinnt dieser Simone, wer weiß. Der sah halt schon böse aus, ne? Die Arme, richtig brutal. Also bei Ja. mir kommt jetzt hier Theo. Sah jetzt auch krasse Beine und sah auch nicht schlecht aus. Also, ja, Dann haben wir bei Theo mir weg. trotzdem. Bei mir den Flat. Das wäre halt ein Hat der Auf. Andrea Tim schon mal geschlagen? Ja, Glaube ich. Echt? doch. Ja, Andrea Presti, erster, Andrea Muzzi, zweiter damals und Tim Budesheim, glaube ich, dritter oder vierter. Ich freue mich auf den Moment, wann Ingo merkt, dass er Kurt Vito noch gar nicht platziert hat. Ah, stimmt, ja. Oh.
Den habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Boah, Leute. Ich sag bei mir, Tim. Dann. Man hat diesen Good Vito noch nie neben den anderen Jungs gesehen. Ne? Der Stars, auf Instagram sieht er halt hammer krass aus. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal geredet habe, aber der hat gemeint, live, Beine sind brutal, aber der Rest ist so, ja, passt, ja. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also Ich ich sage nehme bei mir, Mutzi. Mutzi? bei mir Dann auch packen Mutzi. wir wieder bei diese Simone da rein. Wir müssen jetzt hier noch einen haben. Mutzi bei Ingo Simone, bei Mike auch Mutzi. Ja. Ich mache jetzt hier Mutzi und sogar noch einen. Alter, ich habe Blatt gar nicht gesetzt, ne? Auch nicht. Krass, gell? Ah, schon dritten. So, Ich habe noch Muzi, dann kommt Blatt bei mir als letztes Simeone. und Simone noch. Ich glaube nicht, dass Aber zwei wenn ihr. Italiener in Italien Letzte werden, aber okay. Ich sag Simone. Und dann? Als letztes Blatt. Okay. Ja, scheiß drauf. Einer muss nach Das wäre Italien. richtig Schlag in die Fresse für den Blatt, ne? Eigentlich würde Der war ja auch Olympia schon, wurde mir gell? jetzt eine Aussage gegeben dafür. Bei mir Aber. Vlad. Okay. Bei mir Vlad und dann Simone. Vlad kann auch, wenn er richtig in Form kommt, echt gut sein, ne? Das ist Ja, echt krank. nee, Mir auch Vlad. Auf Insta krass aus. Vlad ist ein Insta-Bodybuilder und der hat sich verschlechtert zum letzten Jahr. Machen wir mir Mach diesen ich auch, Good ja. Vito und dann Mutzi. Ha, so. Was? Interessant, interessant. Da bin ich jetzt wirklich, also es ist wirklich. Ohne Scheiß, ich finde es gerade schwieriger, diesen Wettkampf zu judgen oder zu predikten, als die Top 10 der Olympia im November. Der ist schon hardcore, weil es, wie gesagt, ey, das kann fünf oder sechs Plätze auseinandergehen, ne? So, ich mach mal hier weg. Aber danke, danke an Ingo, dass du mich hier so öffentlich gefickt hast im Podcast. Alter, es ist halt scheiße, dass du mit reingekommen bist. Ich hab's gesagt. Danke, danke, mein Freund. Ich bin der Ingo, du Einzige. hättest das auch jetzt so machen können, dann schreibst du mir nachher eine Nachricht und sagst hier, ändern wir Tausch nochmal. das mal, Torben. Tausch das nochmal. Ich habe niemals Mike im ersten Ich College habe einen Screenshot schon von gemacht, schicke gleich meinem Coach. gesehen. Hey, ich hoffe, du bombst alle weg, ohne Witz. Ich wünsche es dir von Herzen, wirklich. Ich wünsche es dir. Ich muss dazu sagen, habt ihr Regan schon mal live gesehen? Ja. Nee. Ja. Fibo halt, Fibo. Ja? Ja, im Trainingsanzug, aber halt nicht auf der Bühne live. Ich habe den leider noch nie live gesehen. So, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich den irgendwie zu weit vorne gesetzt habe, weil ich weiß nicht, Also wie der. Wie, ich habe den zwar gesehen hier, also im Internet halt, auf den ganzen Wettkämpfen und sowas, aber so geil überzeugend war das auch nicht, als er gegen Sean Clarida verloren hat. ich habe ihn damals live gesehen in Prag und da hat er, da, das war da, wo Samson Dauder das erste Mal seine Olympia-Quali geholt hat und das sah doch schon richtig gut aus. Ne? Also der hat halt keine richtigen Schwachstellen, ne? Und hat eine super schöne Linie. Rücken ist halt Next Level Shit und ich habe jetzt gesehen, zu dem, was ich ihn gesehen habe, hat er auf jeden Fall sich verbessert und deswegen denke ich, ja, wenn er da nochmal irgendwie 5 Kilo oder wie viel auch immer, ja, draufgepackt hat, ne? Und die Linie sieht immer noch genial aus, ne? Ja. Und dann hat er damals gegen Nathan gewonnen. Und da war ich vom Nathan eigentlich gar nicht so beeindruckt, ehrlich gesagt, ne? Deswegen habe ich das so gejudged. Ciao. Und Regan hat gerade ein Jahr Auszeit genommen. Der ist komplett frisch, halt auch. Ne? Gut, Ja. Nathan auch, aber. Aber Nathan Und hat wie. irgendwie auch zwei Bizepsrisse wohl anscheinend gehabt. Ballert Trenn das ganze Jahr durch. Ich glaube nicht, dass der. Ja, aber ich weiß nicht, auch was er immer erzählt und was er wirklich macht, ist immer. Ja, stimmt schon. Der Vito ist auch richtig schwer einschätzbar, ne? Also, Ja. Ja. der könnte auch außerhalb der Top 5 landen, ganz schnell, ne? Ja. Das ist Total. ja auch, dass er halt auf Instagram vielleicht 100, richtig krass ausschaut und dann auf der Bühne irgendwie nicht so wirkt. Ich keine Ahnung, deswegen habe ich so weit hin. Ich kann ihn nicht schätzen, einschätzen, ja. Ich muss auch sagen, so, wenn du die Leute so anguckst im Internet und dann siehst du die live auf dem Wettkampf, dann denkst du dir so, Da ah, habe ich nicht mehr erwartet. ja. Machen wir einen Wetteinsatz? Oh je. Yeah. Das fand ich zum Beispiel bei Mike krass. Ich habe ihn ja gesehen, du hast ja da einmal kurz blank gezogen und du kommst auf Fotos überhaupt nicht so rüber wie in echt. Ne? Und das fand ich faszinierend, weil einen Tag nach dem Massenkonferenzseminar hast du nochmal Bilder hochgeladen. Ich denke, was?
ich habe dich doch gestern erst gesehen. Was ist das für ein Bild hier, ne? Sieht aus wie 20 Kilo weniger, ne? Das war halt schon faszinierend. Das fand ich geil. Ja, Deswegen. man muss dazu sagen, so auf 1,85 Meter wirkst du halt. In Prag, als ich die Bilder aus Prag gesehen habe, habe ich mich gewundert, Digga, wie siehst du denn da eigentlich aus in den anderen? So, als ich mich dann so angeguckt habe, dachte ich mir, niemals. Dann guckst du dir so Bilder an und denkst dir dann so, diese Körpergröße, dann gehört das Körpergewicht dazu, das schlägt da ganz viele von der Linie halt her. Das könnte halt so jemanden wie, also Vlad oder so, sage ich sowieso, aber so halt Leute, die halt Probleme mit der Linie haben, halt ja, direkt nach hinten halt stufen. Ne? Wenn Gut-Video so einer ist, der sein Bauch nicht unter Kontrolle hat, so ein bisschen mit der Linie Probleme hat, dann wird er direkt hinter einem landen, direkt so, ne? So, und ich weiß jetzt nicht, wie Dennis aussieht. Also so in live, ich hatte ihn nur im Kopf aus Dänemark noch, das war schon wieder 2 Jahre her. Ne? Ich habe ein Video gesehen, glaube ich, was du gepostet hast, ein Reel oder sowas, wo der kurz eine Front platt gemacht hat oder sowas. Ne? Und das sieht halt, auf Videos sieht das schon gut aus. Ja, Dennis hat mir heute Videos von sich geschickt, wie er quasi so seine Rückenposen nochmal geübt hat, und da sieht er schon mal deutlich besser aus zu dem, was ich das letzte Mal gesehen habe, ne? Also im Posing übt er auf jeden Fall fleißig, das weiß ich, und bin auf jeden Fall gespannt, was er da noch hinstellt. Zum Schluss. Das wird auf jeden Fall ein gutes Paket, denke ich. Bin auf jeden Fall ein Fan von seiner Linie, total. Also es ist einfach mega schön, diese super schmale Taille. Bin gespannt, was die ausrechnen kann, weil er wird nicht Ich der hab, Schwerste sein, er wird auch nicht so, aber er wird, glaube ich, spektakulär sein mit dieser das wird, schmalen Taille und das diesem wird, Schultergürtel. ich glaube, das wird, ich glaube, das wird ihn ja weiter hinten platzieren, was du gerade meinst, im Gewicht. Ich habe heute irgendeinen Podcast gehört und hat man das auch so gesagt, so wenn halt jemand größer ist, ein Ticken, und dann halt nochmal 10, 15 Kilo mehr wiegt, das ist ein bisschen spektakulärer dann. Das ist genau wie so ein Samson oder ein Andrew. Andrew ist, glaube ich, ein Ticken größer als ich und hatte 130 Kilo auf der Bühne. Und wenn du den so erstmal anguckst, gerade von hinten so die Hems und sowas, die jetzt nicht so hängt, nicht so riesengroß, so, wenn du die von hinten die Posen anguckst, bei der Frontlat oder bei Doppelbizeps von hinten, aber dann so im Vergleich mit dem Hunter den zu sehen, hast du halt schon gesehen, dass es nochmal ein Unterschied ist. Ne? Also einmal, wie der von der Muskeldichte aussieht, von der Muskelhärte, von der Breite, von der Höhe, von der Linie her, ist das nochmal ein Unterschied. Da kommst du eigentlich gerade auf ein super Thema. Ich würde einfach auch gerne mir nochmal mit euch Hunter gegen Andrew anschauen und mal gucken, wie Heute ihr an. das Ganze gejudged hättet. Heute auch angeguckt, nochmal. Ich hab's auch schon angeguckt. Ja. Ja, da seid ihr schon vorbereitet. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich habe jetzt nur Bilder und sowas von Instagram, die ganzen. Ich habe jetzt, glaube ich, Videos, ein paar, vielleicht ganz Das viele. könnt ihr sehen. Ah, es ist schon eindeutig. Also auf dem. Bei Bildern fand ich es auch relativ eindeutig, ne? Besonders Also einer von. Videos musst du angucken, ist immer am besten, ja. Also war der diesmal hart, ne? Der war noch nie so hart wie jetzt. Guck dir mal diese Pose an, Alter, wie der den Bauch da flext und wie das aussieht. Scheiße, Alter. Alter, was ist das? Aber auch Bei die mir wird die Brust, die ist Wampe. so bubbly, das ist krass. Bei mir würde der Bauch runterhängen, wenn ich die so anspanne in den Bauch, Alter. Ich weiß nicht, wie der das macht. Und jetzt schaut euch mal Carlos Thomas Junior an. Wie. Ich finde es auch so krass, ne? Welche Packe der Primo. Sein Öl ist perfekt und diese Bauchmuskeln sind wie so Backsteine mit Ja. dem Körper. Du musst einfach hinschauen. Und der Also. ganz links, der Louis, der war in Prag ja auch. Ich glaube, da ist er 8. oder 9. oder so geworden. Letztes Jahr. Ich meine, Hunter hat auch eine unfassbar schöne Linie, ne? Schöne schmale Taille, richtiges Aber nicht wie Andrew. X-Frame, aber dann guckst du Andrew einfach ist schon darüber normal. und du siehst diese Bauchmuskeln, diese Linien in dem Bein, Wie diese Flex Wheeler ein bisschen. ausgeprägte Brust, das ist echt irre. Schau mal, wie komisch Andrew eigentlich postet mit diesem gestreckten Bein. Ja. Ne? Also so, überhaupt nicht zur Seite angewinkelt oder sonst irgendwie, sondern also die Knie, sondern einfach fast durchgedrückt schon. Ne? Aber es steht ihm halt, ne? Es passt perfekt zu seinem Ja, Körper. mega. Jetzt haben wir den Frontlat Spread. Aber ich finde, hier sieht der Carlos übelst kacke aus, also vom Bauch her, oder? Ja. Er hat zwar riesen Sehr Haxen und alles, aber ich weiß flache nicht, was. Bauchmuskeln, ja. Und du siehst einfach hier die Querstreifen bei Andrew auf der Brust. Das ist gestört. Schon böse, ja. So, vielleicht drehen die sich hoffentlich mal um zurück an sich, weil das ist nämlich das, wo Andrew kritisiert wird von Ist den da. Leuten. Aber erstmal haben wir jetzt die Side Chest. Und dieser bei Andrew siehst du halt, weil er so lang ist, wie das mit dem Beuger, was ich meinte. Ja. Aber Oberkörper, Digga, guck dir das mal an, Alter. Da schaut natürlich der Unterkörper, finde ich, vom Hunter auch richtig, richtig gut aus. Ne? Wahrscheinlich ist er Ja. auch ein Quäntchen härter, aber der Andrew, der
ist einfach, auch wenn er irgendwie 5% Härte ihm fehlen, der hat, dem kann man das irgendwie durchgehen lassen, ja. Wem würdet ihr die Pose jetzt geben? Hunter, weil er einfach einen dominanteren Unterkörper hat, oder Andrew, weil er einfach so eine schönere Oh, da finde Brustschulter ich, der partiert? Carlos Thomas, der schaut richtig heftig auch aus in der Ja. Pose. Der schaut auch böse Ja, aus. aber jetzt zwischen Andrew und Hunter. Wen hättet ihr da weiter vorne? Ich weiß nicht, ob Hunter schon 100% in der Pose ist. Ich denke mal, er wird die Brust noch weiter hoch. Ja, gut. Nee, ein bisschen nichts. Insgesamt Andrew, insgesamt. Beinbereich würde ich Hunter geben, aber so Ja. Andrew. Auch die Waden, ne? Richtige Balance. Das sieht Und das man meine ich jetzt auch gerade halt. hier. Jetzt meine ich, aber das ist auch So, jetzt geisteskrank. sitzen sie beide in der Pose. Guck dir mal an, obwohl Andrew gar nicht so viel heftig muskulöser ist, wie das einfach wirkt von der Größe, von der Ja, Breite her. das stimmt schon. Hunter ist bubblier, man sieht, da ist einfach viel mehr Rückendichte, aber Andrew hat so diese Weite, das schaut halt krass aus. Und diese X-Frame, die Taille ultra schmal, dann wieder Auslande, Quads und so, auch bessere Adduktoren so, das, ja, ist Obwohl, ich Hammer. würde die Pose hier an Hunter geben. Gibt's ja, Andrew. Kann man, ja. Aber kann man, ja, auf jeden Fall. Ja, Härte Also gerade im vor. Beinbereich, da, die Adduktoren fehlen ja komplett beim Hunter in der Pose. Ort könnte ich es vielleicht auch einen Hunter geben, weil er deutlich, wahrscheinlich deutlich härter ist wieder. Ja. Andrew, aber so jetzt auf dem Bild, da, boah, kann man echt so Ich Cornflake. finde, Hunter hat einfach mehr Details im unteren Rücken, im Arsch, im Beinbeuger und dann hier oben einfach, da ist er einfach bepackt ohne Ende. Mich stört ein bisschen die Lücke im Adduktor, dass da müsste vielleicht Ja. eng zusammenstehen etwas, aber ja. Und die Ja, Taille das ist ist schon. aber, wie macht ihr das oder wie machst du das, Ingo, wenn du in einem Doppel-Bizeps bist oder in der Front, in der Backlat-Spread, dass du den Adduktor hinten mit rauspresst und danach den Arsch und den Beuger noch so hast? Wie kannst du dann den Adduktor ansteuern? Dein Arsch muss ja reindrücken, also in die Hüfte rein, Ja. weil du ihn anspannen möchtest. Aber wie willst du dann den Adduktor so heftig rausdrücken wie Regan auf dem Bild? Wie geht das? Ja, gut, es hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel Muskelmasse du erstmal hast, ne? Und ich versuche halt schon im Boden, so als würde ich nach hinten mich wegdrücken, ne? Aber ohne dass der Fuß nach hinten gleitet, ne? So, ja, im Prinzip, als würde ich so Schlittschuh fahren, nach hinten wegdrücken. Ja. Kompletter Beuger und Adduktor ist dann schon angespannt, ja. Aber natürlich hat er einfach extreme Masse da drin auch, deswegen. Ja. Was man auch sagen muss hier, der Andrew, der schiebt die Hüfte ja nicht komplett vor, um den Ja. Adduktor zu kriegen. Also würde der die Hüfte komplett vorschieben, würde der Adduktor auch verschwinden. Na, also so, das ist ja das, was jetzt der Hunter hier macht. Würde der Hunter den Arsch minimal nach hinten drücken und wenn du halt wirklich crispy bist, hast dann trotzdem Streifen im Arsch. Und der Adduktor noch besser aussehen. Also Das meistens ist ist halt halt die Entscheidung Alternative. zwischen gestreiften Arsch oder Adduktoren, ne? Richtig, das ist auch die Diskussion, die ich bei Fuad mal gehört habe. Und da haben halt ganz viele Leute gesagt, dass man da eher den Adduktor zeigen sollte von hinten und nicht den gestreiften Arsch. Oder du Kommt halt drauf spannst ihn an. einmal kurz an, zeigst, dass er gestreift ist und lässt dann Oder hängen. so. Oder so. Bei Urs zum Beispiel finde ich es besser, wenn er den Arsch durchspannt. Ja. Weil er halt einfach so Ja. übelst den Arsch. Ja. Ja. Weil es einfach auch so freakig ist bei ihm. Das ist ja so tief. Das halt da. Ja, da finde ich, kann man auch wieder Andrew das Ganze geben. Ja, die Taille, guck's mal, Alter. Krass. So, nächste Pose. Das Oder meinte ich meinst mit du, der so stellt er, Trizepspose. genau, die Das Trizeps, meinte ich ne? mal, das Ja. ist also komisch, Sollte ja. man nicht machen, anscheinend. Ich finde, da hat auch gerade Hunter viel zu viel rumgezappelt, auch in einem Vergleich hat er da so komisch gepostet. Ja gut, und warum Beine müssen wir nicht reden, ne? Nee, Das ist natürlich eine das kranke gibt ja. Pose. Vielleicht die beste Guck dir mal. Pose, die von allen Profis bei Andrew. Er ist auch der Einzige, der sie frontal stellt. Das kann er. Und Most Muscular. Huch. Ja. Ist gesprungen. Ich gucke mal, ob ich hier auch eine Most Muscular finde. Da war sie wahrscheinlich gerade. Geht wahrscheinlich an Hemd dann. Jetzt tauschen Sie nochmal. Ja, da kommt gleich eine Most Muscular, aber ich kenne das selber. Ich habe sie auch heute Morgen geguckt. Müsste eigentlich gleich kommen. Hier sind Bauch und Beine und danach müsste eigentlich die Most Muscular kommen. Ja, ist wieder weg. Okay. Wieder weg. Ja, gut, Dankeschön. Danke, Nick. Danke für nichts. Hm. Okay. Ich Also glaube, du hast mein. die beiden im Video am Anfang, hast du, glaube ich, kurz gesehen, wo sie weggesprungen ist. Am Anfang des Videos, wo das erste Mal weggesprungen ist, glaube ich, haben die Most Muscular gesetzt. Nee, davor noch. Hier? Ja, genau.
Da setzt der Handtag, glaube ich, an. So, jetzt stopp. Ah. Ja, sonst ist sie weg, ja. Ja, aber die sind auch nicht so richtig drin, muss man sagen. Nee, nee, ja. Leider nicht. So, ich bin zu blöd dazu. So, Ist reicht doch auch. egal. Aber Sieg von Andrew geht durch, ne? Ja, auf jeden Geht Fall. klar, ja. Jetzt natürlich die Frage der Fragen. Andrew Potenzial für die Top 5 von Mr. Olympia? Das ist halt schon harte Nummer, gell? Ich sag ja. Ich glaube, der wird vielleicht sogar Platz 5. Also genau Ja. Platz 5. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt mal ein paar Bilder gesehen, wenn du halt dann wieder ihn mit dem Samson oder sowas vergleichst, ne, da fehlt es halt Das vom ist besser. Aufschwung von den Beinen und so. Von der Linie sind die sich relativ ähnlich, aber da fehlt es halt von der Masse dann nochmal Leute zum Samson oder so. Aber ich glaube schon, dass Masse. er einen Big Ramy verdrängen kann. Eben, das glaube ich auch. Wollte ich gerade fragen. Glaubt ihr, dass Nick Walker in der Top 5 ist dieses Jahr? Ja, Platz Ja, 4 auf und jeden Fall. ich finde das richtig krass, wenn du dann wieder vergleichst, wie Nick Walker aussieht und wie dann ein Andrew oder wie ein Samson aussehen, weil dann gefällt mir Nick Walker am wenigsten, rein vom Optischen her, von der Schönheit, von der Linie, von der Ästhetik. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil einfach dieser Bauch, wenn ich mir das angucke, wie der Dinosaurus setzt, Alter, das ist, ich denke, wenn ich an so einem Posen bin für den Content, ich mir so, boah, Kacke, Alter, bin ich so voll getrunken, voll gefressen, jetzt pose ich hier mal. Sieht nicht so toll aus, aber bei Nick sieht das ja immer richtig ekelhaft, vollgefressen, aufgebläht aus vorne. Er macht halt schon Also was mit dem. gerade in dem Muskulatur, ne? Ja, es Ich ist natürlich finde. auch Bodybuilding. Ne? Es geht halt, wir haben eine Klasse, wo es halt darum geht, nur schön zu sein und nur Ja. ästhetisch zu sein. Ne? Und Open Bodybuilding darf auch mal ein Freak sein. Es soll halt nicht nur irgendwie so schöne und pretty Jungs. Ich finde, ein bisschen brutal und heftig und so darf es auch immer sein. Ne? Muss halt gesunder Mittelweg sein. Natürlich ist er ein bisschen andere Seite vom Spektrum, wie ein Andrew jetzt oder so, aber es bringt trotzdem Ultramasse mit und er macht absolut alles aus seiner Linie, was er rausholen kann. Ja, ich bin Auf schon jeden Fall. Fan. Ist halt so ein bisschen wie Branch, ich glaube 2,9, wo der Zweiter wurde oder sowas Ja. so, ne? Guck mal, So, hast ne? du Nick. Da ist Branch aber nochmal besser als Nick Walker. Man muss zu Nick auch sagen, dass er in der Offseason jetzt die ganzen Updates, wo die er gepostet hat, nicht ein Update hatte, wo irgendwie der Bauch raushing oder übermäßig überfressen war. Ich glaube, der achtet jetzt sehr darauf, die Taille schmal zu halten, weil genug Fleisch hat er. Der letzten Ja. Podcast, was ich gehört habe, er macht jetzt einen Podcast zusammen mit dem Geisteszino. Finde ich ganz gut, die Podcasts. Und da hat er auch gesagt, er hat auf jeden Fall geschafft, es die Taille nochmal schmäler zu be bekommen und wird auf jeden Fall nochmal so 5 Pfund schwerer kommen Krass. zu Olympia. Also der Junge ist ja auch noch relativ jung und ich glaube es ihm sogar, dass er nochmal schwerer kommen kann und die Linie verbessert. Also den Mindset und die Arbeitsmoral hat er auf jeden Fall. Deswegen glaube ich schon, dass er in den Top 5 bleiben wird. Ja, bin mir ziemlich sicher. Für mich in der Top 5 sind Hardy, also keine Reihenfolge jetzt, aber Hardy, Derek, Samson, Nick und Andrew. Ja, meine Top 5 auch so. Und dann Rami Platz 6 wahrscheinlich. Aber Wenn keine sogar nicht Rami hinter Dings rutscht, hinter Brandon Curry. Ahnung. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, den vergisst auch Ah, wieder Brandon jeder, Curry gibt es weil auch der halt noch. immer, der ist immer, taucht immer Hinter unter. wen? Hinter wen? Brandon Curry. Stimmt, der taucht dann immer unter und jeder sagt, der ist schon alt, der ist schon alt. Aber irgendwie kommt er doch dann jedes Jahr wieder und bringt die Form und schaut geil aus. Boah, mega. Keine Ahnung. Schwer. Stimmt, hast recht. Und dann, um die Top 10 nochmal voll zu machen, haben halt den Brandon Curry, den Rami, den Pizza. Hunter Labrada, den ich in der Top 10 sehe. Und Pizza, oder? Chris. Und Chrisso und vielleicht noch einen Ian, weil der Rafael Brandao macht nicht mit. Ah, okay. Ja, mal abwarten. Mal gucken. Aber das fand ich jetzt leichter, so aus dem Ärmel zu schütteln, als diese Italien-Vorhersage. Chrisso habe ich mir letztens auch angeguckt, wie der trainiert, Alter. Andrew und Chrisso sind so typische genetische Menschen, so. Die trainieren einen Müll vom Herrn, Alter, ohne Scheiß. Wie trainieren ist einfach unglaublich, was man von denen zumindest auf YouTube sieht. Andrew, habt ihr mal gesehen, wie der da rumschwuchtelt im Dubai, da in diesem Venus One? Nee. Nee. Alter, was für eine Rotze, Alter. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, was der da trainiert. Dann gucke ich mir so einen Branch an oder so einen Rühl oder einen Coleman, Alter, oder irgendwelche anderen Leute, denke ich mir so, boah, du trainierst ja eigentlich so eine richtige Fotze, ne? Ja, das war. Ja. Unglaublich, ey. Das sieht man, was Genetik ausmacht, ne, am Ende des Tages. Aber Ich wahrscheinlich wäre bin. Bitte? Aber wahrscheinlich wäre er nicht da hingekommen, wenn er so trainiert hätte wie in Branch oder sonst was, ne? Der wäre ja wahrscheinlich tausendmal Weiß alles ich nicht. abgerissen. Der hat wahrscheinlich genau für seinen Körper rausgefunden, okay, das funktioniert, das muss ich machen.
Und ich komme voran, ne? Das, ja. Ja. Keine Ahnung, aber das ist halt so, ich dachte eigentlich immer früh übers Training, da habt ihr, glaube ich, mal so eine, als ich noch nicht so oft dabei war, gab es mal, glaube ich, eine Folge vorne, ich dachte, das so gesetzt hier, was Regeneration, Essen, Training, Stoff, bla bla und sowas. Und hat, glaube ich, jemand von euch Training ganz weit vorne gesetzt, ne? Ja, ich glaube, Martin war das. Und ich war nämlich auch der Überzeugung davon, weil ich war immer so Fan von Matt Jansen und sowas und hat auch mal gesagt, Training und wichtig und bla. Und habe ich voll vertreten die Meinung. Mittlerweile bin ich von der Übungsauswahl, vom Training her und sowas, echt, habe ich gesagt, dass das echt nach hinten bei mir gerutscht ist. Ob du jetzt die oder die Übung wählst, die du gut spürst, oder die, oder ob du die jetzt mit 12 Wiederholungen ins Versagen machst, oder mit 8 Wiederholungen ins Versagen, oder mit 15 ins Versagen. Vorsicht, ist das Versagen natürlich so. Glaube ich, dass das einen Riesenunterschied später macht, drauf, wie du aussiehst. Aber am Ende des Tages musst du schon, also du musst Übungen finden, die du halt gut spürst und ins Versagen gehen Ja, und Gas geben. ja. Ne? Das glaube ich Sag haben ich ja alle gerade. gemeinsam so, ja. Ja, ins Versagen und Übungen, die du gut spürst und alles andere ist egal. Ob du jetzt dann manchmal einen Intensitätssatz setzt oder halt 4 straighte Sätze machst oder sowas, glaube ich nicht, dass am Ende des Tages dann heißt, ich hab diese harte Density nur gekriegt, weil ich nur mit Kurzhanteln und Langhanteln trainiert habe. Nein, das ist Glaube ich Quatsch. nicht. Nee, da ging es, Oder glaube ich, nur. auch mehr darum, dass man einfach den Reiz setzt im Training, Ja. weil die meisten Leute einfach nicht hart genug trainieren. Aber wenn du hart Ja. trainierst, dann ist es, denke ich, egal. Hauptsache, du triffst den Muskel. Ja. Ja. Ja, denke ich auch. Gut, Leute, ein letztes Thema, was ich eigentlich aber gar nicht wirklich besprechen muss, was noch irgendwie in der Fitnessszene für die letzten Woche für Aufruhr gesorgt hat, ist Mohr gegen Zito. Also Wolf Boah, gegen gehe ich pissen. Zito. Da gehe ich pissen, weil ich habe gar keine Ahnung, was da war. Ehrlich gesagt, möchte ich da auch gar nicht groß drüber reden. Du kannst trotzdem pissen gehen, Hauer. Ja, okay. Einfach aus dem Grund, dass da ganz, ganz viele Behauptungen im Raum stehen, wo keiner sagen kann, was richtig, was falsch ist. Wir müssen uns jetzt voll aus dem Fenster lehnen. Wir könnten natürlich unsere Meinung sagen, aber unsere Meinung kann uns teuer zu stehen kommen. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, ihr habt Verständnis dafür, wenn wir keinen Bock haben, teure Rechnungen zu bezahlen oder mit Anwälten irgendwie das Ganze auszufechten. Ich habe es entertainmentmäßig einfach ein bisschen verfolgt. Ich fand es witzig so. Aber dann Ja. dachte mir, jetzt hat sich auch irgendwann tot gekaspert und der macht mir eine Story und irgendwie handfest belegen konnte keiner irgendwie was. Und ja, natürlich ist da bei den More Days da was schiefgegangen. Okay, ja. Aber es ist halt nicht immer einfach so ein Event auf die Beine zu stellen. Glaube ich, ist nachvollziehbar. Ja. Denk mal. Ich glaube, Martin kann dazu auch gar nichts sagen. Ich will dazu nichts sagen. Also, wenn ihr hier gehofft habt, dass wir ein bisschen das Thema mal auseinandernehmen. Leider nein, leider nicht öffentlich machen, wenn wir ihn nicht tun. Gut. Martin, du Ja. hast heute Fragen gesammelt. Ja, ich habe tatsächlich einige Fragen bekommen. Also auch richtig Viele? interessant dabei. Ich habe mir mal ein paar durchgelesen. Da kann ich auch zu einigen gute Tipps geben. Und vielleicht könnt ihr auch mal zu ein paar Fragen was sagen. Sind noch ein Da paar hat nämlich witzige auch dabei oder sind die. es wieder so die typischen Trainingsfragen? Nee, also Supplements, auch Trainingsfragen und so. Die auch über Coaching hat die Freundin von André Gersten hat ein paar Fragen gestellt. Okay. Ich fange einfach mal ganz unten an. Das wäre Aber eine Frage. pick schon mal die interessantesten raus, weil ich weiß nicht, wie viel wir schaffen. Nicht, dass nachher irgendeine interessante Das sind liegen zu bleibt. viele sonst. Ja, also meine Frage an euch. Habt ihr Erfahrungen mit Hautstraffung im Coaching? Oder generell mit Hautstraffung? Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass das ein Übergewichtiger ist. Nee, habe ich keine Der halt Erfahrung Hände in mit. der Haut hat. Auf was zielt die Frage ab, ob jetzt Hautstraffung ja, OP ja oder nein? Oder? Da steht nur, habt ihr Erfahrungen mit Hautstraffung im Coaching? Wenn es ein Übergewichtiger ist, dann muss man da natürlich sagen, Operation führt keinen Weg Hatte dran. jetzt hatte ich auch einen ganz im Lifestyle-Coaching, hat 180 Kilo gehabt, da war der immer bei 90 bei mir und dann musste er halt runtergehen, man muss halt schneiden. Geht nicht anders, ne? Da Geht nicht kannst du anders. irgendwie Kollagen oder Ende fressen oder irgendwie Wachs oder was die Leute verschreiben. Das Nein, nein. bringt nichts mehr. Besonders wenn du ein bisschen älter bist, dann deine Haut kommt nicht mehr so zurück. Vielleicht wenn du 50. Diagnose Multiple Sklerose von Naturalow auf unterstützt, um Handicap aufzufangen. Also es ist ein Naturalathlet, der hat Multiple Sklerose. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Immunkrankheit, dass sich Knochen auflösen oder irgendwie sowas. Ich will jetzt kein Bullshit erzählen. Auf jeden Fall ist es eine schlimme Krankheit, die irgendwie Muskelaufbau beeinträchtigt und die haben auch nicht so eine hohe Lebenserwartung, glaube ich. Und der will überlegt, mit Stoff anzufangen, um Handicap aufzufangen. Ich kann dazu leider nicht viel sagen, weil es ist nicht mein
Also ich bin im Krankheitsbild jetzt nicht drin, aber ich glaube, es hat was mit Muskelschwund zu tun. Also dass Ja, die irgendwie Muskeln und sowas. Nerven irgendwie sind die auflösender. Ja. Und dass du im Endeffekt auch irgendwie nachher wirklich daran stirbst. Und ich kann diesen Denkprozess irgendwie verstehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Wenn es hilft. dagegen konterst quasi, um Muskeln aufzubauen und sowas. Ja. Also ich würde sagen, tatsächlich, wenn ich die Krankheit hätte und da habe ich eh eine kürzere Lebenserwartung oder sowas, dann würde ich auch anfangen zu stoffen, ganz ehrlich. Dann Richtig nutzt gute es aus. Ärzte hier. Nutzt die Jahre aus, so würde ich sagen, aber na, also kein Tipp hier geben. Und was würdet ihr sagen? Also wie Ich habe einen gesagt, ich bin kein Bekannten, der Arzt. Das auch und der wirkt auch damit dagegen, aber bei dem ist der Aufbau, weil das nicht richtig durchzieht für den Arsch, deswegen habe ich da auch keine Erfahrung. Der ist zwar nicht netti, aber der isst halt zu wenig und trainiert scheiße und sieht halt trotzdem mega dünn aus. also da steht, Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei kommt es zu vielfachen, also multiplen Entzündungsherden im Gehirn und Rückenmark. Diese wiederum führen zur Zerstörung von Nervenfasern und langfristig zu Verhärtungen von Narbungen von Narbengewebe, Nervengewebe. Ach, Aber guck was da helfen mal. kann, glaube ich, ist das, was der Rami gemacht hat, Stammzellentherapie. Also Brami eine Stammzelltherapie gemacht hat, Alter. Da Das glaubst du glaube nicht ich selber schon. dran, oder? Aber ich glaube, in dem Fall könnte es helfen bei Multiple Sklerose, oder? Also jetzt mal rein logisch gedacht, wenn sich da irgendwie Nerven auflösen. Ja, wenn es jetzt Also. wirklich nur Nerven sind, die sich auflösen, dann bringt wahrscheinlich auch Stoff nichts. Ja. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, Oh. und sollte dir auch keine ärztlichen Ratschläge Arzt, geben. dann ist die beste Antwort. Genau. Da habe ich echt einen Arzt, fragen nicht uns. Da hat jemand gefragt, der neue Men's Physik-Profi Christian Dior, das ist dieser Men's Physik-Athlet, der Schwarze, der behauptet, natural zu sein. Glaubt ihr, das stimmt oder ist es ein Fake-Netting? Keine Ahnung, wer das ist. Hier schauen wir uns einfach mal an. Also, der ist dunkelhäutig. Das ist schon mal, also, es spricht schon mal für eine gute Genetik, so wie er aussieht. Ich weiß, wie der aussieht, also. Dunkelhäutig spricht man für eine gute Genetik. Christian Ich finde, der hat auch Dio. nicht. Der lebt halt auch von einer ultra geilen Linie und hat richtig geile Bauchmuskeln und sowas. Also ich glaube schon, dass er natural sein kann. Vielleicht sollte ich meinen Bildschirm auch mal teilen. Er kann, ich habe es gerade angeschaut, schaut schon gut aus. Was sagt Mike, würde mich interessieren. Ist es natural oder was sagst du? Ich habe irgendwas anderes noch. Also ich Andere würde es Bilder. nicht natural aussehen. Also möglich ist es, denke ich. Wenn, dann auf jeden Fall mit einer sehr guten Genetik. Ob es ist, das können wir wahrscheinlich nicht mehr, das weiß ich nicht. Ich glaub's dem jetzt einfach mal. Es gibt halt wirklich so Leute, die krass, krass einfach aussehen. Aber dann hat er eine sehr große Zukunft vor sich. Jetzt haben wir nochmal anderes. Oh, neben Brandon Hendrickson, wie er aussah, sieht krass. Da rechts Ach oben. so, da, sorry. Wobei, warum ist Olympia? Brandon Hendrickson. Der hat ein T-Shirt an, Naja, der ist nicht nett, der lügt. gell? Okay. Mike hat gesprochen. Also, das ist meine Meinung. Ich glaube nicht. Ich sage Meine schon, Meinung. dass die Chance bestehen kann, wenn er eine richtig, Ja. richtig gute Genetik hat, aber da muss er da halt. Dann ist er halt wirklich eine unter 1 Million, ne? Weil das sieht schon Der sieht schon echt brutal aus. möglich ist es, aber ich denke es wahrscheinlich auch nicht. Wenn das auf Unbedingt. Wettkämpfen und so geht, dann klar, ich wird dann schon was reinfliegen, aber keine Ahnung. Die Frau vom André Gerstner fragt: Tipps, wenn man sein eigenes Coaching beginnt? Preise, Werbung, Website, etc. Das ist eine coole Frage. Ja, ich weiß nicht, wir alle bieten ja irgendwie Coaching an, ne? Außer also Torben, oder? Bietest du auch Coaching an? Nee. Ich glaube, wir alle drei, oder Mike auch ein bisschen? Noch einen Lifestyle so nebenbei oder wenn halt jemand. Genau, und Ingo ist beim Dominik mit drin in der Company. Denke, wichtig ist, dass du einfach ein paar Freunde erstmal hast, die du vielleicht vorbereitest, ein paar Kumpels oder Freundinnen in dem Fall, ja. Und die einfach mal gut hinstellst oder zumindest Lifestyle-mäßig für ein Fotoshooting, wie auch immer, und die begleitest einfach oder einfach zu Erfahrungen sammelst und dann sprechen die vielleicht mit anderen Leuten drüber und dann, wenn die halt sagen, die sind zufrieden, dann kannst du irgendwann mal irgendwas verlangen, was ich, 50 Euro, wir, keine Ahnung, musst halt selber deine Preise festlegen und dann halt, ja, dementsprechend auch das Reposten, was deine Athleten für Erfolge gemacht haben und so weiter und so fort. Sehe ich auch so. Also der Bereich ist sowieso Learning by Doing, meiner Meinung nach. Also du lernst am allermeisten beim Coaching, indem du es machst. Also wenn du Leute auf die Bühne vorbereitest und dann viele Leute und dann merkst du, jeder ist unterschiedlich.
Und so, das, also das ist das, wo du am meisten lernst. Da lernst du viel mehr, als wenn du einfach irgendwas liest oder das machst, was dein Coach bei dir gemacht hat, wie es die meisten wahrscheinlich machen. Na, das heißt, wie Ingo gesagt hat, das ist eigentlich ein super Tipp. Irgendjemand finden, der sich von dir coachen lässt, aus dem Bekanntenkreis oder so, und dann mal Vorher-Nachher-Bild posten und dann halt immer weiter und so weiter machen. Genau. Das ist halt Also ein Prozess über Jahre. Luca und André haben ja auch schon ein paar Leute, die sie begleiten. Okay. Braucht Referenzen. Ihr müsst halt irgendwo zeigen, dass ihr das, Genau. was ihr tut, gut tut. Ihr geht ja auch nur, wenn ihr zum Tätowierer geht, dann guckt ihr euch ja vorher auch an, was der tätowiert hat und geht nicht einfach zum Tätowierer. Und die Leute Ja. vertrauen sich euch an. Also ihr müsst halt irgendwo zeigen, dass ihr das Vertrauen rechtfertigen könnt. Und vielleicht macht es wirklich so, dass ihr am Anfang ein paar Leute für wenig Geld, ich würde nie für lau coachen, weil das sind Hört Leute sich keiner meistens so, wenn dran. sie was geschenkt kriegen, Dann ziehen die das. sich Hört sich durch. keiner ran. Ja. Ja. Ja, Wenn sie eine genau. Tasche nicht wehtut, zieht es keiner durch. So, aber vielleicht zu einem coolen Preis, wo ihr sagt, da, oder ihr verlost das Ganze. Ja, dass ihr sagt, ihr macht ein Gewinnspiel draus. Und, aber ihr braucht auf jeden Fall ein paar Leute, die durchziehen, die sich an eure Sachen halten. Und dann mit den Referenzen könnt ihr werben gehen. Ja, ich hätte jetzt noch zwei Nichtwissensfragen. Zum einen, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Bodybuilding oder die Frau, wie würdet ihr euch entscheiden? Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie Mike sich entscheiden würde, aber ich denke mal, wir drei wahrscheinlich sagen Frau. Weil für mich ist Bodybuilding es kommt drauf an. Also wenn es, ich weiß nicht, also heißt es nie wieder trainieren dann wahrscheinlich? Deshalb müsste man wissen, wie genau das ausgelegt ist. Ne? Was darfst du dann dafür machen? Darfst du anderen Sport machen, der vielleicht in eine Richtung geht oder so? Wahrscheinlich. Dann Frau, ja, wenn du gar keinen Sport machen kannst, ja, das ist schon mega schwer, weil du bist ja nur glücklich, wenn du irgendeinen Sport hast und nur dann kannst du du selber sein. Und wenn du jetzt die ganze Zeit unglücklich bist, dann bist du mit deiner Frau halt auch nicht glücklich. Ne? Das geht irgendwie so beides Hand in Hand. Scheiße. Ja, Aber können wir es immer wahrscheinlich. konkret machen. Du darfst nie wieder ein schweres Gewicht oder ein Gewicht bewegen. Ja, dann wahrscheinlich, dann Frau auf jeden Fall. Müsst dich für Besonders Frau entscheiden. jetzt Ich würde neben mich mir auch für ein. die Frau entscheiden und halt coachen. Dann halt selber, dann wäre ich so ein fetter Coach halt. Dann würde ich wahrscheinlich so ein fetter Coach werden. Mike? Bodybuilding. Ja, war klar. Ja, aber Mike hat auch eine Zukunft vor sich, so, ne? Nee. Mann, ist mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, es Nee, gibt hat ja hier, auch eine Zukunft. ich lebe alleine seit 6 Jahren hier, so, wenn der verdammt nicht klarkommt, so, dann soll sie halt jetzt gehen, so, auch jetzt, in dem Moment, so. Es wird mir halt immer wieder bewusst, dass halt, aktuell ist das alles so unbeständig und sowas und hin und her alles und sowas, wie das halt auf der Welt ist und Bodybuilding. da habe ich halt aktuell für mich im Ausblick die nächsten 2, 3 Jahre viel zu viel Erwartung, viel zu viel Hoffnung an mich selber, was ich dann mit diesem Sport erreichen kann. Vorausgesetzt, ich bleibe gesund und ich habe finanzielle Ruhe. Das sind die beiden Dinge, an die ich mich jetzt ranhängen muss. Das ist so mein Ziel auch für die nächsten Monate, Wochen, da weiter nach vorne zu kommen. Weil, also Gesundheit und Finanzen, weil ohne Gesundheit, ohne Finanzen gibt es den Sport für mich nicht. Das ist das Wichtigste, klar. Aber Mike, es gab doch mal eine Phase, wo du, ich glaube, 2, 3 Jahre, wo du von der Bildfläche verschwunden bist, ne? Ja. Hast du deinen Sport dann trotzdem noch weitergemacht oder war es auch so eine Phase, wo du den Sport hast schleifen lassen? Ich war schon 3, 4 Mal die Woche beim Sport, habe alles gegessen. Ich habe dann einfach nur schwer trainiert, also irgendwie irgendwas gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe hier das Haus gekauft, wo ich jetzt hier vorsitze, 2017. Und hier gab es auch kein Fitnessstudio, was ansatzweise irgendwie bodybuildingmäßig dir was bieten konnte. Und zu dem Zeitpunkt hat der Sport dann halt mir auch durch eine Frau so viel Spaß, also die Frau hat mir so viel Spaß an dem Sport weggenommen dann im Endeffekt. Und dass ich auch gesagt habe, dass ich den Sport nie wieder schleifen lasse für eine andere Frau. Mache ich nicht. Also wenn ich eine Frau habe, dann die mich hochzieht und nicht mehr runterzieht. Deswegen würde ich auch in diesem Moment sagen, der Sport geht über die Frau. Wie sieht euer perfekter Tag aus? Coole Frage. So wie jetzt aktuell. Prep, Ja, ist der perfekte kein Tag. Essen, Cardio. Das ist so. Scheiße. Stehst auf, Cardio, essen, schlafen, essen, Sport, nach Hause essen, schlafen und dann geht's wieder los. Oh. Nein, wenn man außerhalb der Prep ist natürlich anders, aber jetzt gerade in diesem Fokus ist das halt der perfekte Tag. Ne? Aber außerhalb gibt es, glaube ich, tausend schönere Dinge als nur essen und zu schlafen. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde auf jeden Fall bei mir Runde morgen mit Niki gehen. Das wäre mega. Das macht mir jeden Tag Spaß.
Ja, lecker frühstücken mit Michelle. Man muss jetzt auch kein Scheißdreck sein oder so. Muss auf jeden Fall einmal Sport beinhalten, dann irgendwo so in die Natur rausgehen, wandern oder so. Das wäre schon geil, wo man richtig schöne Ausblicke zum Schluss hat. Abends einmal schön essen gehen. Ja, vielleicht noch Freunde treffen, aber wichtig ist Niki und Michelle, dass sie dabei sind. Das würde mir eigentlich schon reichen. Ne? Brauche ich eigentlich keine anderen Leute. Und Und ein also gutes Frühstück. Frühstück und lecker essen, lecker mit coolen Leuten so. Ja. Bei Und mir ich denke, fängt Bonzen. es damit an, dass man morgens von alleine aufwacht, aber auch nicht verschläft. Es ist draußen warm, die Sonne scheint, man frühstückt richtig geil, am besten draußen. Hat dann irgendwas Geiles geplant, irgendwas Schönes vor, dass man irgendwo. Am besten in einem anderen Land irgendwas erkundet, irgendwie in die Natur rausfährt, an den Strand fährt, irgendwie sowas. Und dann abends halt mit guten Freunden und der Partnerin schön was essen geht. Die Familie darf natürlich auch gerne irgendwo mal dazwischen mit reinschauen. Und abends dann vielleicht noch, um den Park perfekt abzurunden, noch irgendwie nett zusammen draußen sitzen, geile Gespräche haben. Und Ey, Blowjob. Bitte? Oder? Blowjob. Es fehlt auf jeden Fall. Und dann kannst du schlafen Punkt gehen. Mitternacht. Beim Essen oder was? Während dem Wegen mir, Abendessen. wegen mir. Habe nichts dagegen. Beim All You Also Can so, Eat. das ist so lustig, dass man halt durch diesen Sport, wenn man das alles gerade so hört, so Dinge, die halt so offensichtlich geil sind, aber wenn man diesen Sport halt so macht, Alter, dann ist es halt, kommt das alles viel zu kurz, ne? Ja. Ja, voll. Total, total, total krank, Alter, ohne Witz. Das Das sind eigentlich geht. ganz, ganz, ganz minimale Sachen, die wir eigentlich gerade sagen. Ne? Ja. Mal rausgehen, mit Freunden Ja. treffen, essen gehen, so. Ist Das so. sind eigentlich so banale Sachen, ja. Ja. Aber ich kann eigentlich. Nicht irgendwie mit der Yacht aufs Mittelmeer und dann Party und hier. Das sind so ganz normale Dinge, die man sich halt so. Ja. Der Überleg Alltag, ne? mal, Und von die sind wie richtig vielen stumpf, Leuten, so. überleg mal, von wie vielen Leuten ich gerade einen typischen Sonntag beschrieben Ja. habe. Von jedem Deutschen. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Also ich muss sagen, der perfekte Tag für mich ist eigentlich immer so ein Wettkampfstag gewesen. Es kommt aber drauf an, natürlich, wenn du jetzt 20 Uhr als Bodybuilder auf der Bühne stehst, dann ist der Tag im Arsch. Ne, das meine ich nicht. Aber wenn ich jetzt so von meiner Juniorenzeit ausgehe, zum Beispiel, da waren die Junioren immer als erstes dran. So, und bei der Süddeutschen Junioren oder bei der Deutschen Junioren. Und ich war ja Junioren Classic und das war immer die erste Klasse. Und dann war ich schon so um 10 Uhr morgens dran. Das heißt, der Tag hat gestartet. Aufgewacht, aufgeladen, hinter der Bühne, direkt erste Klasse, die dran war, Pokale abgeholt und dann halt essen gegangen, dann noch abends was unternommen mit Freunden und so. Das war natürlich, da war so alles dabei. Die Freunde sind zum Wettkampf gefahren, haben zugeschaut. Dann bist noch gemeinsam essen mit allen gegangen und so. Und das war für mich auch so ein Grund, warum Bodybuilding so geil war. Einfach dieses, du verzichtest ewig auf was und dann auf einmal ist so dieser Tag gekommen und dann Ja, Mann. so alles hat sich gelohnt. Na, ich vermisse das auch. Also, das war früher irgendwie noch geiler, als ich noch jünger war. Na. Dieser Wettkampftag, wenn du da echt mal was vom Tag hast, also als ich meine Profikarte gewonnen habe in Alicante, hatten wir richtig noch was vom Abend. Es war richtig schönes Wetter und wir sind rausgegangen, haben ein richtig schönes Restaurant gegessen, haben überhaupt nicht aufs Geld oder sonst was geschaut, haben einfach gegessen, wie wir Bock hatten. So mehr Gänge-Menü und es war so lecker und da sind wir am Meer noch entlang spazieren und so. Und du hast richtig was geschafft gerade. Die Leute schreiben dir Glückwünsche und so. Und du gehst aber rum, hast noch geile Farbe drauf, schaust mega aus. Ne? Denkst einfach, ja, jetzt stimmt einfach gerade mal alles. Und das ist eine Erinnerung, die war richtig geil. Ja. Das ist cool. Fühle ich 100%. Schöne Frage. Ja, Mann. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen, da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Zum einen spielt die Fußposition beim liegenden Leg Curl eine Rolle. Es ist tatsächlich so, wenn du eine Dorsalflexion machst, also die Zehen nicht anziehst. Die meisten ziehen ja die Zehen an beim liegenden Beuger. Ne? Dadurch wird die Wade involviert. Ne? Und dadurch schaffst du dann auch mehr Gewicht. Wenn du aber den Fuß nach unten klappst, dann hast du mehr, also bewiesenermaßen mehr Druck auf den Beinbeuger und machst mehr mit dem Beuger. Ne? Also wenn wirklich ist, maximal den Beuger zu erschöpfen, sollte man immer versuchen, die Füße weg vom Körper zu drücken. Zu Mit überstrecken. Und was macht es dann im Endeffekt später aus, wenn du bis zur maximalen Erschöpfung 3 Sätze trainierst, an Wachstum? Ich denke, das macht keinen Unterschied. Gar Ne? nichts, Alter. Also Gar wenn du nichts. da Full Stack wegrotzt auf Reps, ganz ehrlich, Ja. und hast die Zehen so, scheißegal, dann wird der Beinbeuger auch bis zum geht nicht mehr trainiert. Wachsen.
Also ich denke, in der Praxis, also dann wirklich, wenn es umgesetzt wird, ist das nicht so wichtig. Ja. Habt ihr Aber mal es gibt. ja. liegenden Beinbeuger sozusagen auf einer Negativbank mit einer Kurzhantel gemacht? Also Ja. Kurzhantel in den Füßen sozusagen, Füße sind lang gestreckt, überstreckt, mache ich Muss am aber Ende. jemand, hier muss aber jemand die Hantel geben, sonst geht's nicht. Es Nee, geht das auch geht ohne, nicht. es ist aber echt Das geht krank. auch, das geht ohne. Das geht ohne. Ich habe Ja. auch geschafft. Bis, ich glaube, bis 35 Kilo habe ich es ohne geschafft mal. Corona-Lockdown-Training jedes Mal beim Beuger war jedes Mal drin die Übung. Es ist eine krasse Übung, weil du musst halt auch so die Beine zusammendrücken. Ich merke es auch übelst krass in den Adduktoren dabei. Ja. Ach, durch diese statische Haltung, ne, von dem. Ja. Du musst die Beine halt zusammendrücken, du musst die Füße angespannt halten und du hast halt, wie du schon sagtest, dadurch, dass die Füße gestreckt sind, ein richtig geiles Gespür im Beinbeuger, aber hast auch gleichzeitig einen Adduktor noch mit drin. Mega Aber fette das ist nur Übung. der Adduktor wird aber nur angespannt. Den trainierst du Ja. damit ja nicht richtig. Ja. Direkt. Ja, isometrisch ist ja auch was, ne? Ja. Ja. Also, Gut. wer es noch nicht gemacht hat, probiert das mal aus. Übelst Eine geil geile fürs Übung. Gefühl. Auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Und da sage ich mal meine Meinung dazu. Was haltet ihr von Astragalus? Also da hat jemand, wie Astragalus, wie dosieren? Ja. Also ich nehme es jeden Tag. Also jeder sagt dem nach, dass es was hilft. Ne? Und ich nehme es einfach, weil ich denke mir, es kann was bringen, ja. Das fliegt einfach mit rein. Ich nehme 4 Gramm am Tag. Und ja, das ist die Dosis, was Sie alle gesagt haben, dass was helfen soll. Ob das hilft am Ende des Tages, ja, sehe jetzt dann beim Blutbild, das wieder kommt. Aber ich nehme Ja. es einfach, weil es helfen könnte. Also ich nehme das zum Beispiel wegen HGH-bedingten Wassereinlagerungen. Na, also meiner Meinung nach ist es gut, um das Wasser rauszukriegen, weil es halt extrem harntreibend wirkt. Aber jetzt, wenn deine Nierenwerte, also stell dir mal vor, du hast richtig schlechte Nierenwerte. Es kommt natürlich auch auf die Werte drauf an. Also EGFR oder Kreatinin sind meistens ja verfälscht bei Bodybuildern. Na, da kann man jetzt nicht von ausgehen. Oder Harnstoff, wenn du viel Eiweiß konsumierst, ist der Harnstoff auch meistens zu hoch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn der Cystatin im Arsch ist oder richtig außer Range ist, meiner Meinung nach kommst du damit mit Astragalus, also mit so einem Pflanzenextrakt, nicht weiter. Also wenn du wirklich schlechte Nierenwerte hast, dann würde ich immer zu einem Nephrologen gehen, das mit dem abklären, schauen, dass du deinen Blutdruck unter Kontrolle kriegst, vielleicht den Stoff runterfahren und sowas. Na, weil ich habe von, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe einen Athleten übernommen und der hatte katastrophale Nierenwerte. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Na, aber also wirklich Cystatin im Arsch und so. Da hat der Coach dann nur gesagt, ja, wir dosieren einfach Astragalus höher, dann wird das schon wieder. Na, und da habe ich dann auch Warte, gedacht. das war bestimmt irgendein Coach, sogar noch richtig viele Leute hier auf dem Coaching, ne? Ja. Ja, Der habe ich schon auch schon mal gehört. sehr gehypt wird in Deutschland. Fahrlässig, ja. Ja. Das Ja. ist immer Unstatt. unglaublich, immer so unglaublich, wie dann wird er denn selber von einer Firma gesponsert, die Astragalus im Verkauf hat? Ja, 100%, ja. Das war Torben. Der war bei Torben HPN, hier, Kidney Flush, jetzt, auch mit Astragalus, 4 Gramm pro Kommst du Portion. mit ins Coaching? Was? Also gerade Kidney, Liver und Heart Support und sowas als Vorbeuge beziehungsweise Astragalus, um harntreibende Wirkung zu haben. Ja, aber du wirst mit Astragalus wirst du deine Nierenwerte nicht mehr in Range kriegen. Wobei mit einem Utgar oder mit einem Tuttgart, du wiederum die Leber, da bist Die du kann voll wirklich eine bekannt Fettleber senken, das ist bewiesen. Richtig, richtig, ja, das ist so. Das ist wirklich so. Das hatte ich auch schon beim Kumpel gehabt. Sein Vater hatte Krebs und er hatte katastrophale Leberwerte gehabt und hat dann Utka genommen und Das ist brutal, du, ja. natürlich die Ernährung dann angepasst und so weiter. Das lag ich jetzt nicht nur daran und mehr Cardio und bla 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 und alles. Und der hat das wirklich alles im Griff gekriegt und ich bin da auch mal fest mal, dass Tutka oder Utka über einen gewissen Zeitraum, nicht über einen langen Zeitraum, was ja auch natürlich immer viele Leute machen, das Ganze über Utka oder Tutka ballern, sollte man natürlich nicht tun. Ja. Aber dann lass uns doch gleich mal die Frage anschließen. Vielleicht hat diese Person, die jetzt sich halt in 4 Gramm Astragalus schmeißt, wirklich Nierenwerte, die nicht ganz schön sind und geht davon aus, dass das jetzt helfen könnte. Was kann man denn tun, wenn die Nierenwerte nicht mehr gut sind oder nicht in Range sind, außer Aber zum Beispiel Astragalus? Hat Martin Ja, noch also gerade gesagt. du musst natürlich erstmal gucken, du hast ja verschiedene Nierenwerte, welche Werte sind verfälscht. Ne? Ja. Aber schon gesagt, Kreatinin zum Beispiel, wenn du Kreatin supplementierst oder wenn du einen hohen Eiweißbedarf hast, ist Kreatinin meistens ein bisschen zu hoch und aus Kreatinin setzt sich dieser EGFR-Wert zusammen. Das ist die glomerulare Filtrationsleistung-Rate der Niere. Und die nimmt als Basis diesen Kreatininwert. Die wird dadurch errechnet, durch so eine Formel. Das heißt, wenn dein Kreatininwert zu hoch ist, ist dein EGFR auch verfälscht. Na, deshalb kannst du die zwei Werte schon mal in die Tonne kloppen, wenn du eine ernsthafte Auskunft willst. Ne, Harnstoff
hast du mir auch mal geschickt, Tom. Also Tom hat mir auch mal sein Blutbild geschickt. Das ist auch zu hoch, wenn du viel Eiweiß konsumierst. Und da bleibt dann eigentlich für Bodybuilder bloß dieser Cystatin-C-Wert. Ne? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie sehr ist dieser Wert verfälscht. Ne? Wenn der bloß leicht verfälscht ist, kann es schon sein, du hast zu wenig getrunken am Vortag. Dann kann der schon Genau. verfälscht sein. Aber wenn der halt wirklich drastisch erhöht ist, dann hast du wirklich ein Problem. Und das kriegst du dann nicht einfach mit Galos in den Griff. Na, da musst du dann wirklich. Ich würde den Stoff komplett rausnehmen, na, Eiweiß senken. Ich würde den Blutdruck in Range kriegen, also Sport machen, Körpergewicht Erstmal, senken. also bevor er nicht nettig werden möchte, kann er ja erstmal überhaupt schauen, ob er genug trinkt, ob er sich überhaupt, ob alles andere erstmal passt. Und wenn Natürlich, ja. das dann immer noch nicht hilft, dann wäre das, glaube ich, der nächste Schritt so, ne, den ich da angehen würde. Weil Auf nur weil jeden jetzt Fall. einmal irgendwie Wert ist, ich kenne das von meinem Arbeitgeber, wenn da irgendwann Wert nicht stimmt, wie ich dann vollgelabert werde da jedes Mal und dann muss ich dem Arzt erklären, warum die Werte da so und so sind. Dann kriege ich auch mal das Kotzen so. Und deswegen, ne, also das dazu noch erstmal alles andere, du kannst ja auch dann, du vielleicht hast ja Nierensteine. Untersuchen lassen. Da musst du dann zu einem Nephrologen, also wirklich mal Ja, Ultraschall der also Niere machen und sowas. richtig, genau, ja. So, das Ja. ist auch einfach, das hatte mein Vater gehabt, der hatte Schmerzen gehabt und die wussten nicht, was los ist, da war ein Wert verfälscht und dann habe ich gesagt, das kann eigentlich alles gar nicht sein. Dann haben die ja geschaut und haben da mal Steine da gehabt. Also dann erstmal, so wie Mike sagt, ich würde erstmal das wirklich abchecken lassen. Also erstmal zu einem Nierenspezialisten zu gucken, Ja. die ganzen Parameter checken, die wirklich die Niere belasten. Und wenn das alles nicht hilft, dann würde ich da wirklich mal mit dem Stoff rausgehen und da halt wirklich mal eine Art Detox machen. Das Nett Wichtigste. bleiben, Alter. Natürlich. Das Ja, Wichtigste wir können. ist, dass der Blutdruck stimmt. Ne? Man kann ja Ja. blutdrucksenkende Mittel nehmen, das ist ja alles in Ordnung, aber der muss auf jeden Fall passen. Der ist das Schlimmste, was du den Nieren antun kannst. Ne? Wenn der hoch ist, muss ich mich wahrscheinlich selbst auch ins Gebet nehmen. Ne? War halt wahrscheinlich auch längere Zeit ein bisschen missachtet oder sonst was. Ne? Ja, und das muss halt passen. Es hindert deinen Bodybuilding-Progress auch nicht, wenn du irgendwie ein paar Blutdrucktabletten nimmst oder sonst was. Ja, zum anderen, Blutzucker muss halt auch stimmen. Ja, genau. Und wenn du halt zum Arzt gehst, diese Werte sind verfälscht beim Blutbild. Wenn du halt Bodybuilder bist, schwer trainierst, Eiweiß zunimmst, dann kannst du da auch mal so einen 24-Stunden-Sammelurin machen. Das wird dann quasi so runtergerechnet. Dein Urin wird quasi getestet und auf 24 Stunden runtergerechnet. Sind dann relativ genaue Werte, also genau das, was du wirklich ausscheidest, nicht nur auf Blut bezogen und dann hochgerechnet. Das ist dann auch eine relativ akkurate Aussage. Genau, das können wir machen. Das Ja. sind Sammelurin, ja, das ist gut. Du hast jetzt wieder deine Werte sind wieder in Ordnung, Ingo, oder? Ich habe jetzt dann wieder einen Check-up-Termin. Wie gesagt, die waren jetzt die ganze Zeit auf einem positiven Weg Ja. und die waren jetzt noch nicht da, wo, sagen wir mal, 20-Jährige oder sonst was ist, aber sie waren auf jeden Fall auf Weg der Besserung und Okay. sind positive Dinge, dass sie auch weiter so in die Richtung gehen und ja, Und du hast sagen. genau diese Maßnahmen ergriffen, die wir ja gerade genannt hatten. Also. Genau, wie gesagt, zurzeit Eiweiß ist relativ weit unten. Ich war komplett auf, jetzt mache ich immer noch meine TRT. Genau, das mache ich. Ja. Genau, das mache ich mal. Also Blutdruck ist die ganze Zeit in Range. Jetzt muss ich schauen, weil ich einen kleinen Minicut mache, dass ich da Blutdrucktabletten sogar ein bisschen runterschraube jetzt, weil ich die ganze Zeit, wenn ich im Knie bin und hochgehe, dann wird mir schon so. Deswegen muss ich schauen, dass ich da ein bisschen wieder runtergehe, dass es nicht zu tief ist. Aber ja, genau das habe ich gemacht. Okay. Astragale, ich nehme Astragales trotzdem dazu, weil ich denke, vielleicht bringt es 1%, ja. Und dann nehme ich das 1% auch noch mit. Okay, aber ja. Schaden wir jetzt nicht. Ja, auf das wir heute Nacht pissen müssen. Wo habt ihr es auch in der Prep, dass ihr die letzten 3, 2 Wochen zu viel trinkt eigentlich? Ja, du wirst den Hunger einfach ausschalten, irgendwas im Magen haben, ich kenne das, ja. Boah, ohne Scheiß, derzeit bin ich ja diesen Bolero-Saufen, Alter, schon Sodbrennen vom Bolero-Saufen. Alter, ich habe Boah. das kiloweise gekauft, den Ich Scheißdreck. habe das auch gesucht, Alter. Ja, ich habe mir Ja. bei Amazon 2 diese 100er-Packs bestellt, die sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da Ja. sind ja ein paar für den Müll, so Tomate und so ein Kack. Ja, da Aber ist die so ein anderen Scheiß dabei. ich schicke dir einen Link, wo wirklich nur die Besten dabei sind. Das sind so irgendwie Sind denn 24 Stück, 24, die du saufen kannst, aber wenn du irgendwie so Hibiskus und so einen Scheiß dabei hast, denke ich, das fliegt das? direkt in die Tonne, weißt du schon. Ein paar Mal Ja. ist Banane und sowas dabei, das kann man auch in Magerquark oder in Mahlzeiten reinmachen und so. Aber saufen kannst du den Scheiß auch nicht, aber. Alter, Gurke und Gurke. Tomate, wer trinkt so einen Müll, Alter? Gurke geht Alter, gar nicht. ich hatte Sangria. Sangria, Alter. Ich habe es probiert, das schmeckt eins zu eins wie Sangria. Aber wenn du wirklich dich wegkippen willst und Kalorien sparen willst, perfekt, Alter. Kannst du richtig die Kante Ja. geben. Ja.
Ja, aber was ich immer mache, vorm Schlafen gehen auf Prep, so einen fetten Shaker, Tee, also zwei Teebeutel, leckeren Tee, italienische Limone, mein Favorite, voll machen und dann, aber du gehst halt in der Nacht, nach einer halben Stunde gefühlt, Ja, bist du Mann. schon ein Liter Ja. pissen, das ist ganz schlimm. Und dann im halben Stundentakt, das ist brutal. Ja, Aber und vorm Schlafen gehen, hast du richtig vollen Bauch und denkst so, Alter, ich habe jetzt richtig noch was. Nach dem Essen nochmal einen ganzen Shaker zu trinken, dann ja. fühlst du dich voll Das und mal satt. gesagt. Ja. Ja. Das Problem ist ja, dass wir sowieso jetzt, also ich aktuell so scheiße schlafe. Das heißt, ich habe mich gestern, habe ich ganz schnell gefressen, dass ich so richtig, dass ich irgendwie ganz schnell satt werde, was getrunken, hingelegt, so Frequenzmusik angemacht, so, ne? Schlafmaske auf, also hingelegt, Ventilator so auf 1 und dann dachte ich so, boah, jetzt einschlafen. Dann wache ich so voll ausgeschlafen aus und so, boah, wie spät ist es? 2 Uhr. Also Hals zum Maul, Alter. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Was ist denn jetzt los? So, Ja. dann gehst du, dann musst du richtig pissen, dann gehst du pissen, dann legst du wieder so hin. Dann gammelst du so rum, dann ist es irgendwie 3 Uhr, 3:30 Uhr, dann schläfst du kurz ein, dann ist es 5:30 Uhr, dann wachst du wieder auf. Dann sag ich kann doch jetzt nicht schon aufstehen und essen und Cardio machen und alles. Dann bin ich ja mit meiner Mahlzeit um 18 Uhr fertig. Ja, es ist schrecklich sowas, ich kenne Das das. im Schlaf, also auch dieses am Tag mal kaputt sein und einschlafen, das fehlt mir richtig, ne? Weil Ja. vorher, Alter, in Off-Season habe ich gefressen, mich kurz hingelegt, da war ich in 5 Minuten bin ich Ja, eingeschlafen. das. Ja, da kommt man auch manchmal in so ein Teufelskreis. Wenn du dann echt um 5 Uhr oder 4 Uhr, ich bin teilweise um 4 Uhr aufgestanden, ne, hab dann die Wohnung aufgeräumt und dessen, hab dann bis 7 Uhr gewartet, bis ich meine erste Mahlzeit machen kann. Aber du bist halt richtig produktiv, weil du denkst so, also ich habe jetzt noch richtig was vom Tag, alle anderen schlafen noch und du machst und tust und das habe ich auf der Agenda, machst du so zack, 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 richtig viele Sachen, ich werde dann richtig produktiv. Aber ist halt auch nicht gut, wenn du nicht ausgeschlafen bist, ne? Ja. Du Das ölst die holt ganze dir Zeit, irgendwie das ist ein. auch so. Die ganze Zeit warm, die ganze Zeit Hitze und sowas, Alter. Richtig. Schützen Schwein. Ja, das ist ja das, wo ich mal erzählt habe, dass ich dann in der Nacht aufgestanden bin und einfach so eine Stunde lang mich selber geföhnt habe, ne? Weil ich es einfach so ein geiles Feeling fand. Diese schöne, warme Luft und ich bin einfach nur so und föhne mich. Da geht die Zeit mega gut rum und du fühlst dich so richtig beschützt von diesen Föhnen. Das hört sich so komisch an, aber Geil, geil. Fabian Meyer macht es auch, deswegen muss es funktionieren. Voll. Geil. Wie unterschiedlich immer Menschen das so sind, ne? Voll. Aber dann, wie Mike haben wir heute geschrieben, ne, wegen Amazon, genau das gleiche, du gehst auf Amazon und denkst so, Alter. ja, was könnte ich vielleicht irgendwie mal brauchen und dann bestellst du irgendwas, schläfst weiter und nach 2 Tage später klingelt es, ja, was habe ich bestellt? Alter, das brauche ich doch gar nicht, so eine Scheiße, ne? Dann hast du irgendeinen Scheißdreck gekauft, wo du denkst so, Alter, was machst Ja, du denn? glaube 2 Tage ich auch. später wieder. Ich verfalle dann auch in so eine Sucht, Voll ich auch. Als ich so pleite. Ich schaue einfach auf dem Handy und scroll durch und schaue und dann willst du dich verschaust, dann ist irgendeine Stunde wieder rum, denkst du, Alter, eigentlich müsste ich weiterschlafen, ne? Und dann hast du den Instagram-Account und wenn du irgendwie eine Benachrichtigung bekommst, jo, sie sind jetzt auf dem neuesten Stand, ne, von Instagram, dann weißt du, okay, fuck, jetzt hast du so ein Limit, jetzt muss wir haben die neuesten Nachrichten erreicht. Das ist hart. Instagram durchgespielt. Ja, Mann. Eine Frage kam mir gerade noch. Wie oft müsst ihr in der Nacht aufstehen zum Wasser lassen? Je nachdem, wie viel Aktuell ich drei. habe. Zweimal auf jeden Fall bei mir. 2 bis 3 Mal. Also Ich 4 bis 5. sehne mich danach, irgendwann mal wirklich so 9 oder 10 Stunden am Stück durchzuknacken. Oh, manche Leute, die sagen, ich war einmal in der Nacht am Klo und es hat mich voll abgefuckt. Alter, ich gehe jede Nacht 4, 5 Mal. Aber ich trinke auch jedes Mal wieder nach. Das ist voll dumm, aber keine Ahnung. Off-Season einmal, in der Diät viermal. Ja, Okay. so. Ja. Abfahren. Martin, hast du noch Fragen? Moment, ich kann das Handy nochmal anmachen, ja. Ich hätte noch eine, warte kurz. Thema Unterzucker beim Cardio in der Diät. Wie steuert man das ab? Am besten mit Carb Timing. Also der Wann fällt der denn? Unterzucker beim Cardio. Was wir Ja, machen. morgens Cardio nüchtern oder nach dem Sport oder wann? hält der nicht. Also ich denke mal morgens nüchtern, gehe ich mal davon aus. Auf Prep, wenn du ein Unterzucker bist beim Cardio, ist doch ganz normal, Alter. Dann zieh halt durch. Also, was ist das für eine Scheiße, Mann? Du willst den Also Unterzucker. morgens nüchtern ist safe. Was willst du da machen? Das ist halt so. also nüchtern ist halt so, heute nach dem Training habe ich nochmal Cardio gemacht, habe ich währenddessen telefoniert, da kam ich hier hin, habe ich mein komplettes Meal vorbereitet, während ich schon komplett nass geschwitzt und unterzuckert war. Hab's gesehen, ja. Ja, Alter, das lief einfach nur runter, habe ich noch schnell geschnibbelt und irgendwas Geiles fertig gemacht. Vor allem dann hast du auch die geilsten Ideen, weil du so richtig Appetit, richtig Hunger hast, Alter, habe ich ein richtiges Meal gezaubert, so wie der 5-Sterne-Koch schlechthin. Aber es ist halt so. Ja, heul nicht rum, Alter. Ja, das ist echt so, gell? Zieh durch. Scheiß Du on. bist.
Du willst die Ergebnisse und ich denke mir auch immer, wenn ich da in den Unterzucker falle und dann durchziehe, ist ja genau da der Moment, wo der Körper sich jetzt verändern will. Ne? Der will dich dazu drängen, isst jetzt was, weil ich komme in einen Modus, wo ich Fett verbrennen muss, wo ich jetzt irgendwie am Perfekt Verhungern eigentlich, bin. ne? Und in dem Moment musst du halt stark bleiben und dann wirst du auch die Veränderung in deinem Körper sehen. Ne? Wenn du danach gibst und sagst, ah ja, jetzt esse ich einen kleinen Traubenzucker, weil ich bin Unterzucker, ja, dann hast du die Fettverbrennung unterbrochen, tut mir leid. Vor allem, das ist ja, man sagt ja sogar, also es ist ja sogar das Ziel, dass der nüchtern Zucker, Blutzucker relativ niedrig ist beim Cardio, ne? Es gibt ja sogar Leute, die knallen sich, was weiß ich, 2 Einheiten Insulin rein vom nüchtern Cardio, nur deshalb, Ja, schon gehört, ja. weil du einen niedrigen Blutzucker hast. Kann es noch gefährlich werden? Oder ist man dann vor eigentlich, also kann man eigentlich vom nüchternen Cardio, ohne dass man jetzt Insulin genommen hat, gar nicht wirklich so weit unterzuckern, dass man da. Ich Nein, muss oder? dir dazu sagen, dass auch jeder Mensch ein unterschiedliches Gefühl hat, was für eine Unterzuckerung bedeutet. Ja. In der Offseason war bei mir Unterzuckerung schon unter 80, da habe ich schon gemerkt, boah, mir geht es nicht so gut. Und mittlerweile ist das so, nach dem Cardio, also nach dem Sport, nach dem Cardio gegessen und eine Stunde später danach, Blutzucker bei 56, 57, habe ich schon so gemerkt, boah, jetzt habe ich richtig Hunger. Jetzt geht es mir auch nicht so gut. So, und in der Offseason bin ich bei 80 Stunden mega nass geschwitzt und am Zittern. Und das ist halt auch mal von Menschen unterschiedlich, dann, ob da überhaupt sein Blutzucker gemessen hat. Ja, Richtig. Vor allem richtig gemessen. Hände gewaschen mit einer Seife, nicht dreckig irgendwie, rumgefuchtelt, sonst irgendwas, sondern wirklich da mal messen mit sauberen Händen, sauberen Pfoten, den Blutzucker messen und dann weißt du erst, bin ich überhaupt in der Zuckerung oder Unterzuckerung oder nicht. Da wird es ja auch erst gefährlich ab einem Wert, glaube ich, von unter 50, unter 40. Ne? okay. Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Also wenn du, Fragesteller, jetzt gerade dich mal gemessen hast und du bist dann wirklich bei 30, dann ist es vielleicht ein bisschen kritisch. Das ist krass, ja. Alright. Damit sind wir durch oder wir fragen? Ja, also hier wäre noch eine Frage zum ersten, wie den ersten Cycle, wie man den macht. Nee. Der Max Matzens Video an. Dazu, der hat dazu ein Video gemacht. Ansonsten würde Weiß ich sagen. keiner von uns, die sind alle nett. Eben. Alright. Ja. Ja, fand ich mal cool, dass Martin die gestellt hat, dann kannte ich die vorher nicht. Ja, Vielleicht kann man darf ihn nächstes noch mal. Mal Ingo oder Mike die stellen, aber Mike ist nächstes Mal, glaube Ja. ich, vollkommen im Tunnel. Durchsichtig bin ich dann, Alter. Ingo, du hattest ja mal eine Zeit lang so Fragen notiert. Hast du davon noch welche da, oder? Ja, habe ich auf jeden Fall. Da habe ich. Weil Ingo hat immer so tiefgründige Fragen. Das ist immer ganz witzig. Die habe ich auch. Dann machen wir, Bis glaube ich, noch später, ein, Max. zwei und dann hören wir auf. Oh. Bis jetzt 10 von 9. Boah, Alles klar. okay. Für welches günstige Produkt überlegst du viel zu lange, bevor du es kaufst? Ne? Produkt, das eigentlich günstig ist. Aber du überlegst fünfmal, bevor du es überhaupt kaufst, ne? Boah. Boah, da muss ich jetzt voll lang drüber nachdenken. Ja, ich habe jetzt aber auch nicht Gar vorbereitet, weil ich habe einfach so Dings gelesen. nicht, ich kaufe es einfach. Ja, Mike hat das Geld anscheinend. Ja, das, boah, so. Welches günstige Produkt, ne? Ja, so Energy Drinks oder so, dann denke ich mir immer so, Alter, so ein Monster, das kostet so viel, dass da überlege ich, da bin ich zu geizig teilweise dafür, bin ich ganz ehrlich. Wenn es im Angebot ist, nehme ich mal mit, aber so, denke ich mir, das ist mir zu viel, so, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das sinnlos ist, aber. Na Bin gut, ich dann voll muss ich bei dazu dir. sagen, 2 Euro oder 2,50 Euro für einen Monster ist für mich nicht günstig. Ja, aber Ne? im Prinzip der Betrag ist günstig, ist wenig Geld, ja. Ich meine halt im Verhältnis, ja, für dich halt, ja. Keine Ahnung, das war's, ja. Aber seid ihr denn auch so welche, die dann halt, wenn so ein Monster mal irgendwie für 80 Cent oder so verfügbar ist, dass ihr gleich eine ganze Palette kauft? Nee. Nee. Das ist Da nicht der nehme ich Einzige. eins mit. Voll der Monster-Junkie. Hm. Aber generell, seid ihr so Hamsterkäufer, dass wenn irgendwas im Angebot ist, dass ihr gleich irgendwie richtig zuschlagt und richtig bunkert? Nein, Wenn nein, es nein. irgendwas ist, dass ich fest in meinem Ernährungsplan drin habe und das nicht kaputt geht, also wie zum Beispiel diese Rice Krispies, habe ich das letzte Mal, diese Schoko Rice Krispies waren im Angebot, da habe ich halt alle, die da waren, habe gekauft, der ganze Kaufland leer gekauft. Aber wenn es, oder Reis oder so, wenn das im Angebot ist, ich weiß, Alter, das ist jetzt günstig wirklich, dann nehme ich alle mit. Alle, die da sind, nehme ich mit, ja. Ja, so bin ich dann schon. Aber wenn es irgendwas ist, was verderblich ist, nee. Na gut, wenn Fleisch ist und ist im Angebot, habe ich schon immer gemacht. Habe ich auch alles leer geräumt, alles eingefroren, ja. Habe ich tatsächlich immer gemacht. Das stimmt schon. Ja.
Oder Black Friday-Angebote bei Way oder sowas, dass man gleich fürs ganze Jahr kauft. Ne. Alles, wir haben ja alles umsonst, oder? Also. Weil man noch nicht gesponsert war, Martin. So. Was geht es auch noch? Ich hab das nie gerafft. Das letzte Mal mit 19 oder so. Krass. Ich hab das nie gerafft, wenn ich mir so die Leute auf YouTube angucke, ich will jetzt keine Namen nennen, und die bereiten sich dann irgendwie 20 Mahlzeiten ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank vor und sowas, Alter. Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht. Keine Warum? Ahnung. Aber machst du, ich finde, es spart halt voll viel Zeit. Du nimmst einfach eine Mahlzeit raus und du kochen musst ja sowieso, ob ich jetzt einen großen Topf koche oder einen kleinen Topf koche. Ja, jetzt in der Prep habe ich eh nichts Besseres zu tun. Eben, für mich ist es auch Zeitvertreib zu kochen. Ja, gut, wenn du halt die Zeit hast. Wenn ich jetzt frei habe und so, dann macht es mir auch teilweise Spaß zu kochen. Aber ich finde Ja, es auch klar. mega angenehm, einfach so eine Fleischmahlzeit rauszunehmen und okay, fertig, so. Keine Ich Ahnung. habe manchmal einen Tag vorher, wenn ich es dann mache, dann ist dann denke ich mir so, boah, was habe ich eigentlich für eine Scheiße da gekocht, weil ich ja viel mehr Bock auf was anderes habe. Wenn ich arbeiten bin, kann ich in der Mittagspause bei mir oder kurz in der normalen Pause kurz hochgehen in der Küche, alles frisch kochen. Also ich koche immer frisch, immer. Jede Ja, gut, Mahlzeit. wenn du in Arbeit eine Küche hast, dann ist Ja. vielleicht was anderes. Ne? Ich habe halt auf Arbeit keine Küche, wo ich jetzt Ja. braten könnte oder sowas. Ne? Oder ich war halt ganz lange, habe ich auf einer Baustelle gearbeitet. Ne? Natürlich musst du dann, und ich habe halt immer 10 Stunden am Tag gearbeitet, dann bist du eine Stunde Ja, stimmt, hingefahren, ja. Stunde zurückgefahren. Da wirst du halt deine Zeit nicht damit verbringen, irgendwie ja Das noch zu stimmt. kochen. Das ist stressig. Ja. Deswegen habe ich es Hast mir du recht. angeboten. Ich finde es praktisch. Ne? Natürlich schmeckt es nicht so gut, will ich gar nicht sagen. Ja, aber das ist halt praktisch, dass du einfach eine Mahlzeit nehmen kannst und fertig so. Ja. Wie viele Tage preppt ihr in der Regel? Also Mike kocht immer frisch, hat er jetzt gerade gesagt. Aber wie viele Tage im Voraus preppt ihr? Frisch, alles frisch. Also Alles. Fleisch Alles. bereite ich immer ja für so 2 Wochen vor. Frierst du das dann ein, oder was? Ich friere das ein, ja, ich friere das ein. Mit Gemüse, ich würze das schon, bla bla bla. Es muss dann nur noch Kohlenhydrate müssen immer drauf. Ich Krass, mache dann Alter. Reis frisch dazu oder wenn ich Bock habe, Reiswaffeln dazu oder ich mache Reisnudeln, das variiere ich dann, das mache ich frisch. Aber das Fleisch ist dann immer schon ready. Krass, okay. Und dann musst du es abkühlen lassen, dann in eine Tupperdose und dann einfrieren. Genau, ich mache das immer in Tupperdosen, verteile es dann gleichmäßig und dann friere ich das ein. Ich habe einen großen Gefrierschrank. Seit ich 18 bin, hab ich mir einen Gefrierschrank und der ist immer komplett voll mit Meal Prep und Geil, ja. Da weiß ich ja. schon mal, wo ich wen ich besuchen kann, wenn ich besser platziert werde als die anderen Deutschen. Ja, genau. Wenn nicht, dann komme ich nicht mehr zu dir, weil dann Ja. hast du das hier versaut zwischen uns, unsere Beziehung. Unsere Beziehung, Alright. ja. Ja, nee. So mache ich Gut. das. Ich habe keine Fragen vorbereitet, Leute. Ah, ich hab hier eine ganze Liste, wenn ihr Bock habt. So, ne? Oh. Ah. Was ist der Mindestakkustand, mit dem du mit gutem Gewissen das Haus verlässt? Also, du schaust auf deinen Akku, gehst aus der Tür und denkst so: Ja, was ist noch ein Akkustand, wo du denkst so: Ah, fühle ich mich gut und ab. Ab wann denkst du, ah, fuck, Alter, ich habe nur noch so und so viel Prozent? Alles unter, sobald eine 3 davor ist, so 30, dann denke ich schon, fuck. Okay, ja, es kommt natürlich darauf an, wie lange du weg bist, so, aber 30 ist schon hardcore, ja. Ja, ich bin wahrscheinlich schon bei 50 oder so, denke ich schon so, ah, kacke, ey. Dann schaue ich nicht mehr so oft aufs Handy. Weil ich denke mal, jetzt muss ich Bildschirmhelligkeit runterstellen und so ein Scheiß. Es Ja. kommt halt auch, wenn du lange unterwegs bist, ne? Also, ich gehe auch mit 13% Akku noch raus. Kommt drauf an, wie Ja. lange. Ja. Ja klar, kommt drauf an, wie Oder auch lange. ohne Handy mal ab und zu. Soll auch Niemals. passieren. Niemals. Niemals ganz Boah, lieb. ohne Scheiß. Letztens habe ich das erste Mal seit langer, langer Zeit mein Handy im Auto vergessen. Wo ich dann so dachte, irgendwann so einer Stunde dann so, wo ist eigentlich mein Handy? Das ist so richtig krass. Und dann hast du so richtig so wie so eine, boah, ich muss jetzt eigentlich drauf gucken. Wollte jetzt auf mein Handy gucken, es ist nicht da, wo ist das? Ja. Richtig, das ist richtig bescheuert, ne? Ja. Was ich mir angewöhnt habe, wenn ich Gassi gehe, habe ich vielleicht von 10 Gassi gehen, habe ich vielleicht einmal das Handy dabei und sonst habe ich es eigentlich nicht dabei und das tut echt gut, wenn du kannst nicht draufschauen, bist einfach im Moment so, ab und zu denke ich mir, ah, das wäre geil, von dem würde ich jetzt gerne ein Foto machen und dann, ja, geht nicht, ja, scheiß drauf, schaut trotzdem cool aus und so, ist halt irgendwie, ja, nimmt ein bisschen Druck weg. Ja. Bin ich Letztens auch immer mit. Sorry. habe letztens auch mit Absicht mein. Wenn ich ins Wohnzimmer gehe, lasse ich mein Handy mit Absicht mal in meiner Küche liegen. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt zu Michelle gehe und wir quatschen und wir verbringen unseren Abend und ich habe mein Handy bei mir, schaue ich die ganze Zeit drauf. Ich weiß, ich schaue drauf und dann, man ist zwar körperlich da, aber geistig nicht ganz so. Deswegen
lasse ich mit Absicht irgendwo anders liegen, dass ich nicht draufschauen kann, damit ich die Zeit so bewusster verbringen kann. Ich ertappe mich schon oft dabei, dass ich so merke, okay, Fucker, du bist fucking süchtig nach dem scheiß Ding, ne? Du hast es in der Hand, denkst du, ah, ich will es eigentlich weglegen, ne? Und eine Minute später hast du wieder und scrollst wieder und denkst, Alter, was mache ich hier, Mann? Tu das scheiß Handy weg, ja? Ja. Ah, ja, schon, teilweise lege ich es dann extra an Orte, wo ich schwer rankomme oder so, irgendwo weiter oben auf dem Regal, wo ich denke so, Alter, wenn du es jetzt holst, bist du ein Wichser. Wenn du jetzt lang machst und streckst und das holst, bist du eine dicke Pussy. Deswegen, ich muss mich das selbst so geißeln, keine Ahnung, das ist schon hardcore. Eine heftige Sucht auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich eine Schülerin bei mir in der Schule, die bei mir im Unterricht ständig auf Toilette gegangen ist. Und dann habe ich sie mal angesprochen, so nach dem Motto, hey, ist bei dir alles gut? Also, weil du so oft auf Toilette gehst. Und die hat mir dann tatsächlich gebeichtet, dass sie Adi. alle 20 Minuten einmal raus muss, um kurz bei TikTok zu gucken, ob alles irgendwas Neues ist, weil sie halt sonst so Entzugserscheinungen wirklich kriegt. Yes. Das ist Hey, schon krass. krass. Okay, das ist krank. Ja. Ja, das ist fertig, ja. Ich dachte, ich bin krass, aber das ist ja gestört. Ja. Boah. Aber es ist ja irgendwie cool, da macht man sich abends irgendwie zusammen einen Film an oder so, möchte irgendwie noch ganz gemütlich abends einen Film gucken und nach Viertelstunde hängen beide am Handy und scrollen da irgendwie durch. Denkst du so, Alter, warum haben wir nicht gerade einen Film angemacht? Ja. Ist auch schon passiert. Also, ich muss mich auch Genau. wirklich dazu zwingen, das Handy da mal liegen zu lassen, einfach mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen, mir die Natur anzugucken. Ja, das ist echt so. Und gerade jetzt, wenn man halt irgendwie so auch persönlich öffentlichen Lebens ist, in Anführungsstrichen sind wir eigentlich nicht, aber wenn man halt auch irgendwie versucht, so Community-Verbindungen aufrechtzuerhalten und man verbringt so viel Scheißzeit da mit dem Ding, so viel. Es ist auch jetzt in den Sommerferien bei mir extrem viel gewesen. Im normalen Arbeitsalltag ist es eigentlich deutlich, deutlich weniger, deutlich ausgeglichener. Ich habe es dann versucht, mal ein bisschen mehr Gas da zu geben. Und es ist echt krass, wie viel Zeit man mit diesem blöden Ding da in der Hand verbringt. Ja. Ja, schon. Ich habe mir auch selbst so, man kann sich ja selbst so, wie heißt es so, ja, Limits setzen vom Handy. Ab dann und dann ist es quasi Ja. gesperrt und dann schalte ich von selber aus. Ich habe auch von 21 Uhr bis 6:30 Uhr, dass quasi das halt quasi alle Apps dann quasi zu sind. Und dann jedes Mal, wenn du auf Limit, also und Instagram habe ich eingestellt, dass ich maximal 1 Stunde am Tag darf so, aber ganz oft kommst du dann, weil du einfach was repostest und bist dann, lässt es nebenbei auch so liegen und dann kommst du trotzdem in dieses Limit rein und dann musst du echt wie so ein Hurensohn, musst du echt jedes Mal Limit ignorieren machen und dann fühlst du dich jetzt mal wie so ein Opfer einfach. Ich ignoriere Ja. das jeden Tag. Ja, ab und zu mache ich es dann tatsächlich auch. Dann, aber es ist so eine kleine Hürde, die man sich selbst einbaut. Ja. Man weiß zumindest, okay, du bist jetzt ein Spast. Okay, alles klar. Amen. Guck mal, Martin ist jetzt sogar am Handy. Die ganze Zeit. Ich sehe es aber in seinem Blick noch. Check-ins, ich muss irgendwas. Und Sushi ist ready bei mir. Sind wir alle Das ready? ist natürlich wichtig. ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Dann lass uns hier mal einen Strich drunter ziehen. Ja, Mann. Ja. Mike, sehen wir uns noch, bevor du in Italien startest, oder? Ja. Okay, cool, freue ich mich. Na, Sehr wenn es cool. dir zu viel wird, das ist keine Verpflichtung, dann sagst du mir Bescheid, dann nehmen wir dich raus, aber wir wollen natürlich auf dem Laufenden bleiben. Klar, gerne. Cool. Dann dir, Mike, eine entspannte Woche hoffentlich Ah, mit Mann, gib maximalem Vollgas. Progress. Genau. Dankeschön. Ingo, wir sehen uns sowieso irgendwie gefühlt wieder in 6 Tagen, 2 Tagen oder 3 Tagen, also Wahrscheinlich, ja, bis wahrscheinlich. morgen. Und Martin, dir wünsche ich einen guten Appetit. Danke dir, Ja, Mann, danke. lass es schmecken. Danke Also euch. euch, danke fürs Zuhören. Liken, teilen, abonnieren und dem Mike die Daumen drücken. Schreibt mal, was ihr von der Italien-Platzierung haltet, ob wir da komplett reingeschissen haben oder ob ihr Habt es eure irgendwie, drunter. ob ihr es irgendwie verstehen könnt, was wir uns da zusammen gereimt haben. Und wir freuen uns dann bis zum nächsten Mal. Mach's Jo. gut. Ciao.